Wir gehen mal rüber. Ihr seht schon, hier ist schon ein bisschen was. Das ist nämlich, ja, es ist alt. Was soll ich sagen? Es ist alt. Ich hoffe, das mit dem Mächtige Licht reicht. Götter sind Oh. unter uns. Vom Himmel aus zerschmettert Zeus alles, was seine Herrschaft gefährdet. Ich habe vergessen, dass es ein Intro gibt. Einst erstickte das göttliche Ungeheuer Typhon die Erde in seiner erdrückenden Umarmung. Doch die Erde gehörte Zeus und der Gott nahm Typhons Rebellion nicht lange hin. Er entfesselte seine Mächte für einen wütenden Angriff. Und als die Schlacht vorüber war, blieb ein Inferno. Das Feuer breitete sich immer weiter aus und ließ nur Asche und Ödnis zurück. Was nur könnte dieses unsterbliche Feuer bändigen? Zeus fand eine Antwort. Er schloss die Flammen unter einem Berg ein und hinderte sie so daran, die ganze Welt zu verschlingen. Dieses Feuer brennt auch heute noch und macht seine Wut mit heißem Rauch Luft. Auf der Asche dieses flüssigen Feuers entstand unsere mächtige Stadt. Nun kämpfen die Kinder des Zeus, Athene, Apoll, Ares und deren Geschwister, eigene Kämpfe und wir sind darin gefangen. Doch ein Gott ist größer als alle anderen und seiner Macht beugen sich Götter wie Sterbliche ohne Unterschied. Und damit sind wir dann im Titelbildschirm. Da haben wir es dann doch. So. Komme ich auch zurück. Ich habe eigentlich hier mein Keylight, was mich anstrahlt, aber es ist, glaube ich, noch von der Helligkeit okay so. So finde ich es nämlich gemütlicher, als angeleuchtet zu werden. Ja, ich hoffe, das Game ist nicht doll zu laut. Ein bisschen laut ist es schon. Ich glaube, ich würde es, Moment mal, ein bisschen leiser machen, ne? Ein ganz klein bisschen, nicht viel. So, reicht vielleicht schon. Maybe reicht es schon. Ja, wir spielen Herrscher des Olymp. Genau das ist, wovon ich quasi gesprochen habe. Wir haben einmal Herrscher des Olymp und einmal Herrscher von Atlantis. Können aber sonst auch gleich die Musik einfach nur noch ein bisschen leiser machen. Aber na, ansonsten gehe ich mal davon aus, dass das hoffentlich alles ganz gut passt so. Ja, Herrscher des Olymp, ich habe mir schon ein Profil angelegt für den Stream. Nicht wundern, dass hier dass das alles so ein bisschen zerschossen ist. Ich habe das deutsche Sprachpack runtergeladen und dadurch, ne, ist hier alles so ein bisschen schriftmäßig unschön. Dafür sollte der Sound ganz nice sein. Muss es noch ein bisschen leiser machen, glaube ich. Warum ist das? Warum sind die Sachen immer so laut? Das ist wie wenn man ein Game das erste Mal startet und einem erstmal die Ohren wegfliegen, ne? Na, aber immerhin eine Konstante, die sich so durch alles durchzieht. Vielleicht habe ich ja aber auch hier wieder meinen Sounddingern, meinen Sounddingern rumgespielt. Nee. Boah. Ja, also. Falls es zu laut ist, wird es gleich hoffentlich noch ein bisschen leiser. Was ich meine. Wenn man hier schön auf Abenteuer geht, gibt es diverse Abenteuer, die teilweise aus einzelnen Episoden bestehen. Genau. Die man durchspielen kann und die werden, glaube ich, auch schwerer. Also ihr seht hier eine anregende Herausforderung, ist relativ einfach zu bewältigen und der Trojanische Krieg stellt dann schon eine extrem hohe Herausforderung dar, ja? Also müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich habe die mal auf so einem normalen Level gespielt. Zeus und Europa wäre das erste. Ich stelle gleich echt die Musik leiser, es ist ja furchtbar. Zeus und Europa. Götter, Sterbliche und Monster wollen sie daran hindern, Theben zu Ruhm und Ehre zu führen. Dieses Abenteuer besteht aus 8 Episoden und ist relativ einfach zu bewältigen. Man kriegt dann quasi immer Aufgaben und wenn man die erfüllt hat, kommt man in die nächste Episode rein. Also, das ist ganz cool, tatsächlich. Und würde sagen, das testen wir jetzt halt einfach mal
an und starten einfach mal die erste Episode von Zeus und Europa und spielen uns dann wahrscheinlich einfach so Stück für Stück durch. Bin gespannt, was ich noch so drauf habe, an was ich mich noch erinnere. Ja, aber wir schauen einfach mal. Einer Kuh folgen? Die Priesterin des Orakels sagte, einer Kuh folgen. Ein seltsamer Befehl, zweifellos. Aber die Priesterin irrt sich nie. Sie versprach dem Menschen Großes, der ihrer Kuh folgt, bis sie sich zum Schlafen niederlegt, um an dieser Stelle eine Stadt zu bauen. Dieser Mensch wird erreichen können, woran 4 mächtige Männer gescheitert sind und Europa nach Griechenland zurückbringen. Die schöne Europa wurde vor Jahren von einem weißen Stier entführt und seither nicht mehr gesehen. Und damit endete die rinderfreundliche Prophezeiung der Priesterin. Die Kuh hatte sich keine sehr gute Stelle ausgesucht. Sie schlief ein kurzes Stück von einer scheußlichen, vielköpfigen Schlange entfernt ein, die Ares gehören soll. Das Ungeheuer ist stets völlig ausgehungert und frisst alles, das ihm nahe kommt. Es wird nicht leicht, hier eine Stadt zu bauen, aber die versprochene Belohnung ist verlockend.
Oh, ich bin einfach seit 25 Minuten noch gemutet. Okay, ich hab noch gar nichts erklärt, keine Sorge. Ich habe überhaupt nichts erklärt. Huch, das fängt ja super an. Ich mache hier so einen Teststream und es läuft alles falsch. Okay, immerhin bin ich nicht den ganzen Stream gemutet, ne? Also, nochmal kurz zusammen, was ich eigentlich zusammengefasst habe und erklärt habe, ist, dass das hier lilafarben, das ist fruchtbares Land. Am Anfang guckt man sich die Karte so ein bisschen an und für so eine Weizenfarm reicht hier, wenn hier nur so ein Pinöpel fruchtbares Land ist. Aber hier auf so normales Land, sag ich mal, kann man die Weizenfarm nicht setzen. Und wir haben uns jetzt hier noch ein Silo hingestellt, wo die Ernte hingebracht werden kann. Und ein Architekturbüro ist sehr wichtig, überall, wo man was hinbaut. Die laufen das quasi, patrouillieren das ab. Deswegen auch hier diese Straßensperren. Und wenn man das eben nicht macht, dann stürzen die Gebäude sehr schnell ein. Und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang das Spiel langsamer mache. Damit jetzt nicht schon die Zeit vergeht und die super schnell einfach einstürzen, weil das wäre Catastrophe, wie man das so schön sagt. Genau. Ja, das mit dem Muten, Klassiker. Klassiker. So, benötigte Mitarbeiter, wir haben unsere ersten Gebäude hingesetzt. O ehrenwertes Oberhaupt, Stream. Ihre Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Wenn die freien Arbeitsplätze in der Stadt nicht besetzt werden, können die Dienstleistungen darunter leiden. Das heißt, hier hält auch gerade schön die Zeit an. Das ist auch super. Genau, deswegen wird der nächste Punkt uns quasi um unsere ersten Einwohner zu kümmern. Das könnten wir auch tatsächlich hier schon direkt in die Nähe machen, würde ich sagen. Weil dann können die Händler, man macht einen Händler, der die Leute dann mit Nahrung und so weiter versorgt, kann dann nämlich direkt hier bei diesem Silo einkaufen. So, jetzt will ich noch überlegen. Wir können es direkt hier machen. Wie gesagt, wir verschwenden jetzt so ein, zwei Pinöpel fruchtbares Land. Aber, ne, wollen wir ja mal nicht so sein. So. Und ich habe so ein gewisses Layout. Das ist jetzt nicht super Min-Maxing, aber das benutze ich eigentlich immer. Und zwar, für die normalen Häuser braucht man so eine einfache Agora. Und wir brauchen natürlich für die Häuser und alles auch direkt wieder... Moment, wir machen hier schon mal einen Lebensmittelhändler drauf. Den braucht man für den Anfang. Und wir können direkt schon wieder ein Architekturbüro hier hinsetzen. Die Leute brauchen einen Brunnen, der auch alles abläuft. Ein Krankenhaus. So. Das heißt, die laufen jetzt hier quasi die Straße lang. Und das ist schon mal sehr gut. Ja, dann kann man sich tatsächlich noch überlegen, ob man hier direkt auch schon ein Steuerhäuschen hinbaut. Das bringt nur leider noch nichts, solange wir noch keinen Palast haben. Aber deswegen, vielleicht lassen wir es noch. Mal schauen. So, und dann kommen tatsächlich auch schon die Häuser. Die sehen erstmal so aus. Die Blueprints quasi für die Häuser. Also relativ langweilig. Ah, ich bin dumm. Nee, Moment, ich bin dumm. Es sei denn, wir können noch nicht. Okay, nee, ich bin dumm. Tatsächlich. Wir machen die nochmal schnell weg, weil ich blöd bin. Ganz kurz erklärt. Ästhetik spielt später eine große Rolle, damit die Häuser geupgradet werden. Und deswegen machen wir die Straße vorher noch ein bisschen schöner. Sehr großer Anfängerfehler von mir. Da sieht man, dass ich lange nicht gespielt habe. Wir machen schon mal hier ein bisschen hoch, damit es schneller abreißt. Ihr seht, ich bin direkt total drin. Es ist, ja. Und zwar machen wir hier direkt eine Prachtstraße hin. Und... kriegen eine Hydra in der Stadt. Von der wurde ja schon erzählt. Die Hydra ist in der Stadt und all ihre vielen Köpfe suchen nach Ärger. Ey, super. Wunderbar. Was gibt's Schöneres? Ja. Hier haben wir die Hydra. Cool. Aber sie hängt hier auf dieser Insel im Steinbruch fest. Das heißt, sie läuft jetzt nicht direkt in unsere Stadt und verwüstet alles. Was schon mal eine sehr schöne Sache ist. So. Hier die Häuser dran setzen, dass hier einfach schon mal ein bisschen was vorangeht. Jetzt ist die Frage, können wir hier noch eine Prachtstraße, nee, eine Allee ranmachen? Nee. Ah, deswegen habe ich hier immer die Sachen sonst an die Agora dran gesetzt, ne? Ich erinnere mich, da war ja was.
Aber da haben wir eh später noch Sachen, die dahin müssen. Von daher ist das okay. Ja. Ihr seht, ich bin eingerostet. Gut. Also, jetzt haben wir hier Häuser hingesetzt. Das heißt, es kommen jetzt auch bald unsere ersten Einwohner. Die bedrohliche Musik bleibt jetzt noch ein bisschen. Auch wenn es jetzt gerade nicht akut bedrohlich ist für uns. Bam, 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 bam. So, ihr seht, die ersten Leute beginnen einzuziehen. Lukas, grüß dich. Grüß dich. Dad Lith Lukas. Okay. Ja, ich habe mir gerade übrigens noch einen Kaffee geholt. Geil. Ja, die Leute kommen jetzt hier. Ich glaube, wir können dann schon mal auf 70. Ich spiele meistens so auf 70%. Das ist eine ganz angenehme Geschwindigkeit, es sei denn, es passiert gerade was akut Schlechtes. Genau. Ja, noch wichtig vielleicht zu wissen ist, dass bei den Farmen die gewisse Ernte- und Wachstumszeiten haben. Das heißt, die werden, glaube ich, immer im Juli geerntet, die Weizenfarmen. Das heißt, das sollte man im Kopf behalten, wenn man nur Farmen hat, weil man nicht rund um das Jahr Nahrung hat, sondern eben, wir haben jetzt März. Das heißt, das hatte nicht ein Jahr lang Zeit zum Wachsen. Wir werden jetzt erstmal recht wenig Nahrung am Anfang haben. Durch Fischerhütten kommt natürlich rund ums Jahr was rein. Bei den Farmen muss man da ein bisschen aufpassen. Wurde schon vergessen, dann nochmal. Bin der Deadlith. Die meisten sagen Deadly oder Lukas. Kommt von Jorlo und Edi. Ah, grüß dich. Die beiden Lieben haben Werbung für dich gemacht. Ja, dann nochmal willkommen, auf jeden Fall. Namen sind für mich immer ein bisschen schwierig. Nimm mir das nicht übel. Und, ich habe dann immer ein bisschen Angst, die Leute durcheinander zu bringen. Deswegen, ne? Für die bitte nicht auf den Schlips getreten. Ich streame momentan so selten. Ich versuche momentan zumindest einmal die Woche zu streamen und schaff's das auch nicht unbedingt einzuhalten. Ist ein bisschen rough. Und deswegen, ja. Nimm's mir an dieser Stelle bitte nicht übel. Ich habe sehr viel Zeit jetzt immer zwischen den einzelnen Streams und... Ja, das sind unsere Basic-Häuser hier, die normale Hütte. Die Bewohner dieses Hauses brauchen Nahrungsmittel von einer Agora, bevor sich das Haus weiterentwickeln kann. Ihr seht, die Basishäuser brauchen Nahrung, Wolle und Olivenöl und dann gibt es verschiedene Stufen. Hier passen dann 8 Leute rein, das sind die ersten 4 sind eingezogen und da passen jetzt nochmal 4 rein. Und ihr seht auch, die ersten Gebäude beginnen den Betrieb aufzunehmen durch die Leute, das heißt, die füllen eigentlich... Meistens, glaube ich, die wichtigen Gebäude zuerst, das sind hier die Architekturbüros. Da arbeiten schon 5 von 5 Leuten drin. Und das Krankenhaus hat auch schon die Arbeit aufgenommen. Und hier, seht ihr, sind erst 3 Arbeiter. Und ich glaube, ein Gebäude ist erst funktionell, wenn mindestens die Hälfte der Arbeitsplätze belegt ist. Wir haben hier auch ganz viele Anzeigen, wenn man mal von der Karte weggeht. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir nur noch Wohnungen für 103 Leute haben. Ich glaube, hier irgendwo ist noch die... Arbeitslosigkeit, also Beliebtheit ist hoch, wir haben zu wenig Nahrung, wir brauchen noch 43 Arbeiter, Gesundheit sieht noch gut aus, Unruhen haben wir keine und die Finanzen gehen nach unten. Ja, das stimmt. Wir sollten auf jeden Fall noch einen Palast und einen Steuereintreiber bald bauen. Alles gut, ich war gut 2 Monate nicht mehr im Chat, war aktiv, als du War Tales gespielt hast. Oh ja, großartiges Game. Hat jetzt auch ein DLC bekommen, was aber glaube ich nicht... so gut bewertet wurde. Ich hoffe übrigens, der Sound ist okay. Ich war auch eben erstmal richtig lang gemutet. Ich habe den Game-Sound schon viel leiser gemacht, da ich das Gefühl, das Game ist immer noch so laut. So, hier kommen jetzt auf jeden Fall die übrigen. Ich hab gehört, dass es hier ein wahres Füllhorn an Nahrung gibt. Hab ich vielleicht Kohldamm? Oh, ich weiß nicht, von wem du das gehört hast, aber es ist ein bisschen Lügenpresser. Wir haben ja auch dramatische Musik, weil wir haben hier eine Hydra, die zeige ich gleich. Es finden hier Spiele statt, nemische Spiele. Es gibt später, kann man Philosophen ausbilden, man hat ein Theater und Athleten. Aber das erkläre ich euch alles, wenn es soweit kommt. Ist wahrscheinlich jetzt als Zuschauer, der das Spiel nicht kennt, erstmal ein bisschen viel Input alles. Ja, wir haben ja leider in unserem Steinbruch eine Hydra, deswegen ist die Musik so bedrohlich.
Die hat uns irgendeinen Gott, glaube ich, als Strafe geschickt, weil der keine Lust hat, dass wir hier unsere Stadt aufbauen. So, 100 Personen haben wir. Nostalgie. Keine Ahnung, wie alt ich war, als ich das Spiel damals gespielt habe. Hast du es auch gespielt? Oh, das ist schön. Ich habe immer das Gefühl, dass viele die Games, die ich damals so gern gezockt habe, gar nicht kennen. Also da kommen noch ein paar Nachzügler. Aber das ist ein Spiel, was ich tatsächlich immer gerne wieder spiele. Die Agora kann gerade noch nicht funktionieren, weil wir noch keine Nahrung haben. Und ich glaube, wir sind ein bisschen, stehen ein bisschen schlecht da mit so wenig Farmen. Deswegen, ich glaube, wir hauen mal gerade noch ein paar hin. Aber bis zum Juli, wir haben jetzt halt einen Monat, da wird auch nicht viel an Nahrung reinkommen. Ist ein bisschen schade, dass wir keine Fischer haben. Also wahrscheinlich müssen wir noch ein Jahr warten, bis hier richtig was klappt. Jetzt brauchen wir aber auch wieder Arbeiter. Ihr seht, das ist jetzt die Ernte von diesem Jahr. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist sehr, sehr wenig Weizen. Damit können wir die Häuser nicht wirklich weiterentwickeln. Ja, um nochmal zu zeigen, man kann sich dann quasi auch alle Stats hier angucken. Interessant wäre zum Beispiel, weil ich von der Wasserversorgung geredet habe. Ihr seht, hier laufen gerade die Wasserträger ran, dann gehen die Balken nach oben. Ich finde es aber ein bisschen lächerlich, dass der nur bis hierhin kommt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Als ob ich jetzt noch einen Wasserträger bauen muss. Das ist schon krass, wenn der nur so weit kommt, ne? Ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass sie weiterkommen. Und jetzt nimmt quasi, also, ne? Wir sind lange keine Wasserträger mehr vorbeigekommen, seit einer Sekunde. Und deswegen geht hier der Balken auch runter. Gerade nachgesehen, dass er vor 23 Jahren... Ja, das Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe das über eine Freundin kennengelernt und die hatte irgend so eine, ich glaube von ihrem älteren Bruder, so eine Computerbild-Spiele-CD davon oder so. Ja, ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt und ich war sehr froh, dass man es über GOG kaufen kann. Also, es läuft tatsächlich auch sehr gut. Ist ja manchmal so, dass man Games dann über GOG kauft. Oh, da können wir jetzt mal zeigen, da kommt jetzt der Lebensmittelhändler, geht vorbei und deswegen entwickeln sich die Häuser hier weiter. Das ist ganz cool und... Das heißt, es gibt auch wieder Platz für Bewohner, für neue. Leider wird das jetzt nicht sehr lange halten. Oh, ich nehme alles zurück. Die drei Weizen haben ein Weilchen für Nahrung gesorgt. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Aber der Händler kommt auch nur bis hierhin. Ne? Ah nee, dann waren die Lebensmittel leer. Vielleicht haben wir halt schon das Maximum an Weg ausgereizt. Wir gucken jetzt noch mal hier mit dem Wasser. Weil das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Als ob die nur bis hierhin gehen. Ich kann es nicht glauben. Oh, ist das dumm. Das heißt, wir müssen hier am Ende auch noch mal einen Wasserträger hinbauen. Das ist schon heftig. Also es gibt bei sowas natürlich immer perfekte Layouts, ne? Man kann aus allem irgendwie immer das Maximale rausholen. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier ist die Schönheitsanzeige zum Beispiel. Hier vorne ist noch alles recht hübsch. Hier wird es ein bisschen hässlicher. Machen hier noch eine schöne Allee ans Ende. Allee, Allee. Und direkt wird die Attraktivität besser. So. Bevor ich die jetzt hier weiter hier den für Kultur was hinstelle, werde ich jetzt erstmal warten, dass wir mal ein bisschen Nahrung reinkommen bekommen konstant, weil das ist jetzt noch nicht so zuverlässig, die Versorgung. Und es gibt übrigens auch, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, Poseidon auch, Herrscher des Olymp Poseidon, was hier mit drin ist in der GOG-Version. Und das habe ich zum Beispiel noch nie angespielt. Das hatte ich damals gar nicht. Deswegen wäre das auf jeden Fall auch noch was, wo man ein bisschen gespannt drauf sein kann. Aber wir steigen jetzt erstmal hier locker flockig mit der ersten Mission ein. Erstmal wieder reinfinden. Die Leute kommen jetzt dazu. Neuer Platz in den Hütten, das heißt auch mehr Arbeiter für unsere Farm. Da werden jetzt bald die Arbeiter voll sein. Das ist schon mal sehr gut. Von dem Pharao-Ableger dieser Spielreihe soll eine Neuauflage kommen. Die ist sogar schon draußen. Die ist schon draußen. Ist aber, glaube ich, eher so gemischt bewertet. Ich muss aber sagen, die Pharao-Version habe ich nie gespielt. Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen überlegen. Am Überlegen, ob ich da mal noch einsteigen soll. Und ich glaube, es gibt auch eine römische Version. Also wenn die hier das remaken würden, das wäre ein unglaublich krasser Traum. Cetarion wird feindselig. Oh ja.
Sorry, dass ich euch so drauf laber. Ich will so ein bisschen was erklären für die Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Information am Anfang. Ich nehme ihren Namen nur ungern in den Mund, Stream, der einen üblen Nachgeschmack hinterlässt. Ich, Agave von Citeron, bin extrem wütend auf sie. Aber immerhin bleibt er noch beim Sie. Und dann kann alles Mögliche passieren. Okay, kleiner Exkurs. Wir haben hier eine Weltmap quasi. Wir sind Theben, unsere Stadt. Und hier haben wir zum Beispiel Berg Pelion, das ist ein Verbündeter. Den könnten wir zum Beispiel direkt anhauen und sagen, gibt uns doch mal ein paar Drachmen. Aber noch steht's gut mit dem Geld. Dann haben wir hier Kalydon, ist auch ein Verbündeter. Könnten wir zum Beispiel schon mal Wolle anfordern oder Skulpturen. Das ist dann ein Rivale, deswegen seht ihr, da ist auch keine Handelslinie hin. Wobei, doch ist es, ne? Ist doch eine Linie drin, aber eine rote? Aber zu dem ist keine Linie. Warum ist denn bei dem eine? Das verwirrt mich jetzt. Wir könnten uns zum Beispiel einschleimen, indem wir ihm etwas schenken, was er braucht. Wir sehen, was er produziert. Später kann man hier Raubüberfälle machen oder die Stadt erobern. Wenn wir die Stadt erobern, müssen sie uns Tribut zahlen. Wenn wir plündern, können wir zum Beispiel nach Waren plündern. Das ist auch noch unser Rivale, der braucht auch Wein. Wein, Holz, Rüstung sind alles Sachen, die wir vielleicht in dieser Mission noch gar nicht abbauen werden. Wir sind noch relativ am Anfang. Und das, bei dem können wir zum Beispiel auch später Olivenöl und ein bisschen Wolle schnorren. Aber, ne, wir wollen ja erstmal unsere Macht hier noch nicht missbrauchen. Oder die Leute, du kannst nicht die ganze Zeit fordern, die Leute werden irgendwann schon sehr verärgert. Und da musst du vielleicht auch mal selbst was zurückschenken. Also seht ihr wahrscheinlich alles noch, wenn es soweit ist. Ja, also ich glaube, das Pharao-Spiel ist tatsächlich schon raus. Mal schauen, das kommt bestimmt auch mal noch in den Sale. Also ihr seht jetzt hier wieder, ist nichts los bei unserer Nahrungsagora, weil keine Nahrung da. Und wir müssen jetzt auch aufpassen, dass die Häuser sich nicht bald zurückverwandeln. Das wäre ein bisschen nervig, weil dann fliegen die Leute raus. Und es ist leider noch ein bisschen was hin bis Juli. Kann sein, dass sich die Häuser nochmal rückentwickeln. Deswegen will ich jetzt noch nicht so viel neue Gebäude bauen. Weil das ein bisschen nervig, wenn das so schwankt dann. Dann haben wir nicht genug, wenn wir jetzt mehr Gebäude bauen, haben wir dann nicht genug Arbeiter. Dann funktionieren die Gebäude nicht und dann, ne, muss man wieder Gebäude abreißen. Deswegen warte ich jetzt auf jeden Fall bis zur nächsten Weizenernte mal. Oliver, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wein gab es nie genug bei den alten Griechen. Wein und Oliven, Mangelware. Ja, es kommt halt auch immer drauf an. Das kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Du hast nicht unbedingt in jeder Stadt immer alles und kannst nicht immer unbedingt alles selbst produzieren. Oft bist du auf Handel angewiesen oder ja, musst dir die Sachen halt irgendwie bei anderen Leuten erschnorren. Also ist nicht unbedingt so, dass du, wie es bei manchen anderen Stadtmangel ist an Nahrung, genau das. Wenn man es aus anderen Spielen kennt, das Aufbauspielen, dass du eben dich quasi komplett selbst sustainen kannst. So, ich wollte hier noch einen Brunnen hinbauen, weil die Leute nervig sind. Die Frage ist, ich guck mal ganz kurz. Wäre vorher noch interessant, wie es denn aussieht mit Gefahren. Aber ich glaube, der hat ein bisschen weiteren Laufweg als die Brunnen. Das heißt, der kann tatsächlich hier alle Häuser abchecken. Das ist ganz cool. Der läuft bis... Ja, das ist ideal. Der läuft den ganzen Weg. Ich weiß nicht, warum die Brunnenträger immer nicht so weit laufen wollen. So, dann machen wir hier einfach noch ein Steuerbüro hin. Okay, wir müssen erst den Palast bauen. Eine schöne Stelle für den Palast. Ich bin meistens faul und baue den einfach erstmal hier hin. Wir können den sonst auch noch abreißen. Und dann muss natürlich jetzt auch so ein Ding hier hin. Dann machen wir noch eine Straßensperre. Ist der Palast versorgt. Den kann man später, also wenn feindliche Armeen einen angreifen, dann wollen die immer zum Palast. Und ich habe dann immer ein schönes Mauersystem um meinen Palast gebaut. Das brauchen wir jetzt gerade erstmal noch nicht. So, benötigte Arbeiter. Ich hoffe, es ist hier noch nicht. Doch, genau das. Einfach aus der Wohnung geschmissen. Womit habe ich das nur verdient? Ich habe jede Ecke durchkämmt. Nicht mal eine abgerissene Hütte gibt es, die ich mein Heim nennen könnte. Nicht einmal ein Fass, wie Diogenes eins hat. Es ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Das passiert. Ja, das ist am Anfang ein bisschen ärgerlich. Jetzt müssen wir gucken, ob die Farmen überhaupt noch genug... Ja, sie haben noch gerade genug Mitarbeiter. Aber genau das ist jetzt leider passiert. Nahrung ist sehr wichtig.
Ja, und ihr seht hier später Türme, Mauer, Stadttor. Ist auf jeden Fall bei uns schon mit drin, das ist ganz cool. So, jetzt können wir unser Steuerhütchen bauen. Ja, Stadtmangel ist an Arbeitskräften, aber die brauchen nur 8 Arbeiter. Das sollte hoffentlich klappen. Ja, wir fiebern jetzt auf den Juli hin, die nächste große Ernte hier. 100% werden wir nicht schaffen bei der Mitarbeiterzahl, aber auf jeden Fall genug, dass hier der Laden langsam ans Laufen kommt, denke ich. Ja, und die Leute brauchen dann, ihr habt schon eben gesehen, Kultur, um sich weiterzuentwickeln. Das geht eben über Philosophie, also Philosophen, Schauspieler oder Athleten. Und wenn man da eine gute Versorgung hat in der Stadt, kann man auch bei gewissen Spielen mitmachen. Bei den Olympischen Spielen nehmen, glaube ich, alle teil. Und dann gibt es quasi für jede Unterart nochmal eigene Spiele. Und wenn man da gewinnt, bekommt man zum Beispiel ein Denkmal, was sehr viel Schmuck für die Gegend macht. Attraktivität, das Wort habe ich gesucht. Das ist ziemlich nice später. Und es gibt später auch noch andere Sorten von Häusern. Ich erzähle schon so viel von später, ne? Wir machen Schritt für Schritt. Oh, ich... Tut mir leid. Vielleicht merkt man mir die Begeisterung an. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Übrigens, der Hintergrund, also hier hinter mir... Hier, das Weiße. Habe ich jetzt eben auf die Schnelle gebastelt. Das ist aus einem Handbuch, auch vom Game. Finde ich sehr cool, diese Zeichnung. Finde ich, passt sehr, sehr schön rein. Ja. Ich hoffe, ihr seid ansonsten gut in die Woche gestartet. Ich muss sagen, ganz gut. Gestern und heute habe ich es wieder geschafft, so um 6, 6.30 Uhr aufzustehen. Echt cool. Und schön, dass du die Zuschauer-Serie erreicht hast. Freut mich natürlich immer, wenn Leute wiederkommen. Für Leute, die jetzt gerade in das YouTube-Video oder in den YouTube-Chat reingucken. Chat-Stream. Ich interagiere hier mit dem Twitch-Chat. Twitch ist meine Hauptstream-Plattform. Und ich hatte jetzt heute mal probiert, auch mal auf YouTube zeitgleich zu streamen, da ich da ja viele Retro-Fans habe durch meine Videos. Na, also nicht wundern. Ist doch schön, deine Nostalgie ist ansteckend. Ach, ich liebe das. Also Lukas, vielleicht, wenn du generell auch Retro-Games magst, auf YouTube habe ich sehr viele Videos, Video-Let's Plays zu Retro-Games, teilweise aus der Kindheit, teilweise aber auch einfach Point-and-Click-Adventures, also, huch, hier vielleicht sagt ihr das ja zu. Da sind schon ein paar echt gute Games auch dabei, die ich sehr liebe und zu schätzen gelernt habe. So, oh, scheiße. Was? Okay, wir werden, es droht eine Invasion. Ich glaube aber, wir können die bezahlen, dass sie uns nicht überfallen. Aber das finde ich ein bisschen ätzend, dass sie uns jetzt schon angreifen, weil wir haben natürlich noch keine Armee. Es ist furchtbar, Stream. Ein heerfeindlicher Griechen von Agave, Oberhaupt von Citeron, rückt näher und wird in 2 Monaten versuchen, in die Stadt einzufallen, weil sie mehr Land ihr eigen nennen wollen. Und die physischen Spiele, das, wie gesagt, das überspringe ich mal, das ist für uns noch nicht so interessant. Ich mache aber mal, wir haben fast Juli, ich mache uns mal noch ein Lager hier hin. Gut, wir packen das mal ein. Und wir betteln dann doch schon mal ein bisschen, weil wir wahrscheinlich Geld brauchen. Ihr seht, hier ist die feindliche Armee, die ist schon auf dem Weg zu uns. Die sind noch erfreut, das heißt, wir betteln mal nach Olivenöl schon mal. Und hier, hatte nicht auch einer Wolle? Oh, die sind verarmt! Hier betteln wir nach Drachmen. Und die sind auch momentan zu arm, schade. Wolle wäre noch gut. Aber ich will jetzt erstmal, dass die Nahrung, dass mit der Nahrung passt. Dann werden wir ein bisschen nach Wollproduktion schauen. Bald ist Juli, Leute. Großer Schritt. Dann weißt du, wie es mir geht. Denn ich teile gerne mein Wissen. Aber das ist dann DSG, was viele nicht... Backseat Gaming meinst du? Ja, Backseat Gaming ist immer meh. Muss ich sagen, aus meiner Perspektive.
Weil ich kann mich immer so ein bisschen in die Leute hineinversetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr frustrierend ist, wenn man in einem Spiel gut ist und vielleicht auch viel Wissen hat und dann irgendwo zuschaut und denkt so, ah, oh, mach das doch so und so, ah, warum machst du das nicht, wie es effizient ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, der super gerne durch Versagen lernt. Also ich mag es, auf die Schnauze zu fallen und dann zu wissen, was ich beim nächsten Mal besser mache. Das ist für mich ein sehr großer Teil vom Spaß, dieser Lernfaktor. Deswegen mag ich auch so Games wie, heißt es Frostpunk? Frost? Ist es das? Und They Are Billions mag ich sehr, weil du einfach so, They Are Billions, du baust dir irgendwie eine halbe Stunde eine Siedlung auf, hast aber eine Stelle vernachlässigt, da kommt ein Zombie rein und deine ganze Stadt fällt und du weißt dann einfach, scheiße, alles, was ich gerade hier letzte halbe Stunde gemacht habe, ist für den Arsch, aber ich finde es gleichzeitig geil. Weil ich dann sofort weiß, ich mache das jetzt wieder und diese Stelle habe ich jetzt im Blick. So, also ich bin großer Fan, durch Fehler zu lernen, aus Fehlern zu lernen. Und deswegen bin ich nicht so der Fan von Backseat Gaming. Aber ich habe ein kleines Problem, denn ich stelle manchmal so Fragen, die keine Fragen sind. Also ich sage dann manchmal so, oh, ich frage mich, was wir da jetzt machen können, aber will damit nicht aktiv fragen. Also, das kann man als Chatter schnell missverstehen, dass ich so sage, oh, ich frage mich, was wir da jetzt machen müssen. Ich will dann aber keine Antwort. Das ist immer sehr kompliziert. Da war nicht optimiert, da müssen wir nochmal dran. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin bis jetzt durch das Spiel immer sehr gut durchgekommen mit so meinen eigenen Sachen, die ich mir erarbeitet habe. Das finde ich spannender, als mir jetzt im Internet das perfekte Layout für eine Straße anzugucken. Und schaut mal, da kommt unsere Ernte. Sehr gut, das freut mich. Ja, guck mal, das passt wahrscheinlich gar nicht ins Lager, oder? Ja, das muss, aber hier wird jetzt eingekauft und dann passt es rein. Der steht jetzt davor und denkt sich so. In der Stadt gibt es nur einen guten Platz, in meinem Wagen. Der Chef immer nur, wird's bald mit den Waren? Und ich so, jo Mann, geht schon klar, was ein Sklaventreiber. Ich liebe die, also deswegen habe ich die deutsche, mich für hier die deutschen Voice Lines entschieden, auch wenn es dadurch ein bisschen hier uns das Layout zerschießt. Ja, die feindliche Invasion steht leider bevor. Vielleicht müssen wir die Steuern hochmachen. Ich weiß nicht, wie viel Gold die wollen. Ach ja, genau. Und hier sind auch Handelsposten dann. Aber dafür sind wir, glaube ich, zu arm. Also, ich weiß gar nicht, wie wir handeln sollen. Aber die deutsche Synchro finde ich hier ganz cool. Die mag ich. Es gibt eigentlich auch fast überall irgendwie was zu sagen, wenn du die Leute anklickst. Zeit, mehr Ware nachzuladen. Haben eigentlich alle Leute immer was zu sagen. Keine Ahnung, worüber sich meine Helfer beklagen. Diese Pakete sind doch federleicht. Ja. Also die Häuser entwickeln sich wieder. So, wir können die jetzt bestechen, unterwerfen. Dann müssen wir aber immer was zahlen. Und kämpfen ist ein bisschen schwierig. Wir haben noch keine Armee. Wir bestechen sie mit 600 Drachmen. Was? Ach so, die Weisen und wir, die einen, bei denen wir geschnorrt haben. Was? Ach, das waren Feinde, bei denen wir schnorren wollten. Schade. Huch. Oh nein, Spiel. Bitte nicht. Ich habe super lang nicht gespeichert. Ich habe nur das Auto speichern. Tu mir das nicht an, Game. Bitte nicht. Ah, okay. Invasoren bestochen. Das Game reagiert wieder. Sehr schön. Bin mir nicht sicher, ob die damals so gesprochen haben. Was? Natürlich. Ich mag vor allem Farming Games, also Story of Seasons und so weiter, sonst Animal Crossing. Ihr habt es schon beim letzten Mal erzählt. Ja, so Farming Sims können schon entspannend sein. Muss es Farm, also mit Pflanzen und Tieren sein oder darf es Alternativen sein? My Time at Sandrock ist eine kleine Empfehlung meinerseits. Ja, ich glaube, da in die Richtung gibt es ja viel, ne? So, Zeit zum Feiern streamen. Die griechischen Streitkräfte aus Citeron waren, gemessen am Umfang ihrer Staatskasse, wirklich klein. Unsere Stadt ist gerettet und das Geld, das sie den griechischen Streitkräften gegeben haben, war eine gute Investition. Sie können nun ein Denkmal errichten, damit wir uns ewig an diesen großen Tag erinnern. Ah, guckt mal. Ein Denkmal. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht die ganze Zeit so langsam. Gleich erstmal speichern. Hallo, Pop-Up. Bitte schließ dich. Bitte, Spiel. Tu mir das nicht an. Na, tut sich gerade recht wenig. Wir warten mal noch kurz, bevor wir neu starten. Hört man das Game denn wirklich laut genug, Leute? Oder ist es zu laut, leise?
Ich kann das so schlecht abschätzen, weil auf der normalen Soundeinstellung, die ich hatte, war es halt viel zu laut. Und jetzt habe ich Angst, irgendwie es zu leise gedreht zu haben. Ich glaube, ich muss neu laden. Huch. Hupsi. Ich will gerade nicht mehr, ne? Ich will das Spiel nicht verlassen, aber es reagiert halt nicht mehr richtig. Ich muss es neu starten. Ich hoffe, der Autosave war nicht zu lange her. Ja, das hört man gut. Sehr schön. Dankeschön fürs Feedback. Ja, du, das habe ich zum Beispiel bei Animal Crossing mit den Bewohnern gemacht. Da wollte ich einfach vorher wissen, welche für mich in Frage kommen, also ob ich mir die Person dann holen soll oder nicht. So, das muss nur noch, ich glaube, vielleicht ist auch GOG abgeschmiert. Warte mal kurz. Mal neu starten. Ich glaube, das hat es ein bisschen zerlegt. Ich kann nämlich auch nicht mehr auf Spielen drücken. Beenden? Ich glaube, das ist der Fehler hier an der Rechnung. Aber GOG mag ich super gern für so alte Games. Wobei nicht unbedingt es immer heißt, dass ein Game auch läuft oder gut läuft, wenn man es über GOG gekauft hat. Das muss ich nämlich leider herausfinden. Aber ich habe ja immer so meine Wege, um die Dinge ans Laufen zu bekommen. So, wir probieren es jetzt mal wieder. Dürfen wieder aufs Spielen drücken. Die Ladebildschirme sind leider nur noch so kurz jetzt, wenn man so einen neuen Rechner hat. Das ist immer ein bisschen schade. Weil das ist echt ein cooler Ladebildschirm hier. Oder es gibt coole im Game. So, wir klicken mal auf weiter. Wir sind jetzt noch kurz vor der Ernte. Ah, okay. Wir haben nicht viel verloren an Zeit. Das ist okay. Wir werden immer noch gleich angegriffen. Bim, 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 du, 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 du. Vielleicht muss ich hier auch mal den Chat einblenden, damit die Leute auf YouTube auch wissen, was ich überhaupt hier rede und erzähle. Ich meine, ich lese schon viele Chatnachrichten auch vor, aber falls ihr das hier seht, könnt ihr mir ja gerne mal Feedback dalassen, was ihr in Zukunft gerne besser hättet. Ihr wisst, ich lebe von Feedback, also, ne? Oder ob ihr überhaupt Bock drauf habt. So, wir stechen die Guten wieder. Forderung zurück. Ja, diesmal geht's. So, und jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier ein Denkmal bekommen, ein Monument. Und wir könnten jetzt mal testen. Wir haben jetzt ein Siegesdenkmal bekommen, weil wir die bestochen haben. Aber das will ich jetzt eigentlich noch nicht einsetzen. Ich glaube, wir müssen noch warten. Aber das ist auf jeden Fall sehr attraktivitätssteigernd. So, wir haben jetzt genug Nahrung und die Leute wollen aber Kultur. Und ich fange meistens... womit fangen wir an? Können wir tatsächlich mal mit dem anfangen, oder? Oder passt hier direkt vielleicht sogar ein Theater hin? Ah, das ist ja echt blöd vom Platz. Also, wir kriegen Olivenöl, sehr schön. Das ist ein bisschen, ne, das ist immer ein bisschen gemein. Es ist ein Feld dran, das heißt, die Leute können rausgehen. Aber es nimmt halt nicht viel Platz an der Straße weg. Ne? Das ist immer so mein kleines Schummeln. Damit hier Leute arbeiten können, brauchen wir allerdings erst eine Schauspielschule. Ganz genau. Wo hauen wir die hin? Ich glaube, wir hauen hier unten mal eine hin. Weil ich glaube, von der Schauspielschule aus bewegt sich ja niemand, ne? Also wir brauchen quasi Schauspieler aus der Schauspielschule, damit die im Theater auftreten. Aber hier, das hat keinen Effekt, weil es muss quasi wie bei dem Händler eine Person durch die Straße gehen, damit sich die Kultur verbreitet. Und die geht nur vom Theater aus und nicht von der Schauspielschule. Das heißt, wir können... können das hier in eine stille Ecke verbannen. Und wenn der soweit ausgebildet ist, hier ein Schauspieler, dann läuft er hier lang. Wie jetzt hier unser Steuerfutzi. Genau. So,
So, hier kommen schön die Leute nach. Ist immer noch Platz. Und jetzt brauchen wir eben die Kultur. Vom Gymnasium geht direkt einer aus. Das können wir mal noch hier hinsetzen. Und dann setzen wir hier noch ein Podium hin. Ich hoffe, ich übertreibe es jetzt nicht direkt mit den ganzen Leuten. So, Philosophenschule gilt dasselbe für wie beim Theater. Aber von der Muckibude aus laufen die direkt los. Frag mich nicht, warum. Man kann hier später noch ein Stadion bauen. Das heißt, es hat quasi auch eine weiterentwickelte Form. Aber von da aus laufen die direkt. Das heißt, ihr seht, die Leute haben wirklich gar keine Kultur gerade. Von nichts quasi. Aber wenn ihr gleich die erste Person lang geht, dann sieht man das ganz gut. Und die Musik ist immer noch dramatisch, weil wir immer noch die Hydra im Steinbruch haben. Kein Problem, alles gut. Alles gut. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch... Ach, guck mal. Ihr seht schon, jetzt für die ersten Stufen reicht es tatsächlich, wenn nur eine Kultur befriedigt ist. Und das ist in unserem Fall hier der Athlet. Aber ihr seht, Athleten und Wettkämpfer sind auch unterschiedliche Kategorien. Aber der Athlet ist ja einmal durchspaziert und die Häuser haben sich einmal weiterentwickelt. Obwohl wir noch keine Schauspieler und Philosophen haben. Jetzt ist es eine Karte. Unser Haus hat wieder sehr viel Platz dazu bekommen. Und der nächste Schritt ist, dass sie Wolle bekommen. Und zwar in dieses kleine, süße Holzgefäß hier. Das heißt, es reicht nicht mehr nur der Lebensmittelhändler. Wir brauchen jetzt einen Wollhändler. Und der Wollhändler braucht natürlich Wolle. Und wir haben das Glück, dass wir die selbst herstellen dürfen hier. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir haben hier Wölfe. Und ich glaube, Wölfe snacken gerne Schafe. Das heißt, wir gehen hier vielleicht ein bisschen weg. Wir könnten mal so ganz frech einfach hier hinten das hinmachen, oder? Also ich will möglichst wenig fruchtbares Land verschwenden. Aber ich will auch nicht, dass die Wölfe da hinkommen. Man muss ein bisschen gucken. Das Problem ist an der Situation, wie die Schafe funktionieren. Die Schafe brauchen auch fruchtbares Land. Man platziert die quasi dann hier drauf. Aber die laufen dann auf dem ganzen Flecken, den sie betreten können, herum. Das heißt, sie könnten hier quasi bis zu den Wölfen ins Maul laufen. Und deswegen habe ich mich oft gerne Säulen oder Ähnlichem bedient, um die Schafe abzugrenzen. Aber ist natürlich nicht ganz billig. Könnt's auch mal mit einer Mauer probieren. Mit Mauern habe ich es, glaube ich, noch nie probiert. Es reicht sogar so eine einfache. Ich weiß nicht, ob die da hinten irgendwo noch rumkommen dann. Also die Hoffnung ist, dass sie hier nicht rumkommen. Das Problem ist, sie können hier diagonal rübergehen, ne? Können halt über die Straße gehen, die blöden... Machen wir noch ein Stadttor hin. So, jetzt sollten die Schafe da bleiben. Das habe ich selbst auch noch nicht so ausprobiert, also wir gucken mal. Aber die Schafe sind teilweise ganz gemein bei sowas. Oh, wir kriegen noch mehr Olivenöl. So. Also... Wir brauchen erstmal noch keine Käserei, wir brauchen Wollsammelstellen. Können wir hier so ein bisschen was hinbauen. So, das sagt uns das Spiel, dass wir keine Schafe haben. Ist ja auch klar, wir haben ja erstmal die Wollsammelstelle gesetzt und vorher darf man keine Schafe machen. Wieder, ne, gegen den Abriss vorgehen. Sind hier ziemlich am Maprand und jetzt dürfen wir Schafe platzieren. Da sind sie, sind noch relativ nackt und bleiben hoffentlich hier, wo sie sicher sind vor den Wölfen. So, haben die maximale Anzahl. Ich zeige euch nochmal die Hydra, wenn die Musik schon so, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, wenn die jetzt in der Nähe unserer Siedlung, dann würde die unsere Gebäude alle zu Klump hauen. Deswegen ganz schön, dass sie sich hier im Steinbruch häuslich eingerichtet hat, bis wir halt Marmor brauchen. Dann ist es nicht mehr ganz so witzig. Ihr seht, jetzt gehen auch schon... Ich kann mir keinen weiseren Herrscher vorstellen. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon mehr Kultur als nur Athleten. Wir haben auch Philosophen und vielleicht sogar auch schon... Ja, Schauspieler. Das ist ganz cool. Mein Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann.
Gut. So, das heißt, wir warten jetzt, bis die erste Wolle da ist, bis wir ein bisschen was im Lager haben. Wir wollen hier nur Olivenöl und Wolle drin haben in dem Lager, würde ich sagen. Ich glaube, wir reißen mal die Straßensperre ab, machen die hier hin und machen mal noch ein zweites Lager, weil ich nicht weiß, wie viel Wolle da jetzt bald reinkommt. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir sind jetzt im März. Ich glaube, wir kommen mit der Anzahl Farmen ganz gut hin, aber da jetzt die ganze Zeit neue Leute nachkommen, würde ich, glaube ich, mal zwei Weizenfarmen noch nachmachen. Weil ihr seht, es ist ein stetiger Strom an neuen Einwanderern. Eine neue Stadt, ein neues Heim und vielleicht eine neue Arbeitsstelle. Fortuna ist mir wahrlich hold. Die wir natürlich mit Kusshänden empfangen. Wir brauchen noch Arbeiter, wie ihr seht. Nahrungsversorgung ist gut, Beliebtheit ist hervorragend und die Musik ist sehr laut im Hintergrund. Die Finanzen gehen allerdings sehr stark nach unten, weswegen ich die Steuern etwas hoch mache. Kann sein, dass jetzt die Beliebtheit sinkt, aber wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Dann brauchst du Herakles. Ja, momentan, ich habe ja noch gar nicht das Ziel angeguckt. Unser Ziel jetzt in dieser ersten Episode ist erstmal nur eine Bevölkerung von 1000 sicherzustellen. Wir haben ungefähr die Hälfte erreicht. Und wahrscheinlich in einer späteren Episode wird es dann der Hydra an die Köpfe gehen. Nicht nur an den Kopf, sondern an die Köpfe. Genau. Aber das kommt dann quasi Schritt für Schritt. Oh, ich habe so Lust jetzt auf das Game, ne? Oh, ich liebe es. Einfach nur addictive. Ich will mal kurz gucken, ob auf YouTube auch Ton da ist. Lust jetzt auf das Game, ne? Ist es. Geil. Geil, geil, geil. Ich habe da nämlich gar nicht reingeguckt, ob es funktioniert. Aber da einfach alles von hier übertragen wird, sollte das ganz gut klappen. Gut. Ja, wir warten jetzt quasi, bis wir hier ein bisschen Wolle auf Lager haben. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen ein Olivenöllager und ein Wolllager. Und machen dann noch ein Allerweltslager hierhin, würde ich sagen. Ein Allerweltslager. Quasi, falls wir was geschenkt bekommen. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch schnorren können. Ein paar Drachmen anfordern ist gut. Die sind auch noch erfreut, sind aber arm. Die sind Rivalen. Die sind erfreut, aber sind arm. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, Drachmen wären schon ganz gut, weil, ne? Finanzen sind nicht ganz so rosig. Wir könnten allerdings auch mal gucken. Der kauft Weizen. Ob wir quasi ein paar Weizenfarmen als Überschuss haben und dann ein bisschen Weizen für Geld verkaufen. Du kaufst Zwiebeln und Marmor. An Marmor kommen wir aus Gründen gerade nicht ran. Und du kaufst Wein und Skulpturen. Das heißt, nur Mount Pelion würde gerade Sinn machen. Das heißt, wir könnten uns hier tatsächlich mal einen schönen Handelsposten noch hinsetzen. Und ja, ich habe noch ein bisschen Angst mit dem Weizen. Wie sieht es denn gerade aus? Wir brauchen immer noch Arbeiter. Olympischen Spiele beginnen. Ja, das Problem ist jetzt gerade, wir haben eine Stagnation, was die Arbeiter angeht. Weil wir die Wolle brauchen. Ich würde den hier mal gerade noch... Können wir nicht irgendwie... Müssen wir den so lang abreißen, damit hier keiner arbeitet? Wir reißen den nochmal kurz ab. Damit wir die Arbeitskräfte noch für die Wolle haben. So, ich hoffe, dass bald die Schafe das erste Mal ein Fell bekommen. Damit wir die Häuser weiterentwickeln können. Ihr seht, das ist alles immer so ein Kreislauf. Man braucht wieder was, dann hat man wieder Kapazitäten für was anderes.
Es ist immer ein Kreislauf. Ach komm, wir gehen jetzt das Risiko ein. Also, wir setzen den Händler hier hin und die kaufen 24 Weizen im Jahr. Also packen wir die hier hin. Dann haben wir nämlich jetzt auch ein bisschen Platz wieder im Lager. Müssen nur das mit den Arbeitskräften im Auge behalten, dass die Gebäude noch funktionieren. So. Bisschen Geld durch Weizen dazu. Weil wir wollen nicht ins Minusgeld kommen, ne? Aber ja, quasi, das stimmt schon, was im Chat steht. Also später für die Monster, um die zu besiegen, braucht man Helden. Und um die Helden zu rufen, muss man gewisse Quests erfüllen oder gewisse Bedingungen erfüllen, damit die in die Stadt kommen. Ja, wir haben Geld bekommen, Alter. Mount Pelion. Einfach die besten. Die mag ich aber, glaube ich, immer. Die sind immer relativ nett. So, und jetzt kommt quasi deren Händler vorbei. Ist er schon hier irgendwo unterwegs? Nee, das sind unsere Künstler, die jetzt bei den Olympischen Spielen waren. Hier ist er. Hin und zurück, hin und zurück. Ich fühle mich langsam wie Sisyphus. Genau. Also das ist halt, das finde ich auch immer schön an so Spielen, wenn du richtig auch diese Transaktionen siehst. Es gibt ja manche Aufbauspiele, wo das einfach nur so im Hintergrund läuft. Und hier, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Siedler ist, du siehst immer, wenn ein Träger was irgendwo hinbringt oder irgendjemand wo lang geht. Das ist immer eine ziemlich coole Sache, finde ich. So. Die Olympischen Spiele enden. Hallo Stream, die Wettkämpfer unserer Stadt haben bei den Olympischen Spielen verloren. Der Bau weiterer kultureller Einrichtungen wird dazu beitragen, dass ihr beim nächsten Mal besser abschneidet. Ja, gut, wir haben natürlich noch nicht sehr viel kulturelle Einrichtungen. Wir sind ganz am Anfang und versuchen erstmal nur so ein paar Einwohner hinzukriegen. Unser Schaffärch scheint aber ganz gut zu klappen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und die Schafe beginnen Fell zu haben. Da kommt die erste Wolle rein. Und das heißt, hier kann es bald weitergehen. Prächtig. Prächtig, prächtig. Sind die Leute schon sauer wegen den Steuern? Beliebtheit ist noch hervorragend. Wunderbar. Die werden auch alle schön abkassiert. Das klappt schon mal. Ja, jetzt kann der Wollhändler das erste Mal einkaufen gehen. Da ist er auch schon. Mit seinem Körbchen. Hat er nichts gekauft? Der ist einfach nur vorbeigegangen, oder? Aber warum denn? Nimm doch was mit. So, da läuft er, kommt er mit seinen Leuten. Hast du gestern den Ringkampf gesehen, ey? Ich sag dir, Milo, ja? Der hat den anderen total platt gemacht. Muss wohl Nika auf seiner Seite gehabt haben. Und jetzt gleich wird hier auch die Post abgehen. Und er wird seine erste Wolle verkaufen. Plupp. Und plupp. So schnell geht's. Und da sind wir schon beim Mietshaus. Und dann kommt Olivenöl dazu. Aber ihr seht, 16 neue Plätze. Das ist sehr schön. Die Wolle wird es wahrscheinlich noch nicht so lange halten. Och, es geht. Also, die Häuser können sich alle fröhlich weiterentwickeln, aber natürlich nur, ne, wenn der Händler schon vorbeigekommen ist. Ja, aber wie gesagt, Häuser entwickeln sich auch wieder zurück, wenn die Sachen eben ausbleiben. Die Ressourcen. So. Vielleicht reicht das Mietshaus aber schon für die Bewohner, für die Quest. Das kann sein. Ansonsten haben wir das erschnorte Olivenöl. Können wir aber, wir können auch selbst Olivenöl herstellen. Das finde ich ganz cool. Das heißt aber auch, neue Einwohner, wir zimmern hier jetzt noch ein paar Weizenfarmen hin. Damit wir hier nicht in die Bredouille gelangen. Geraten, nicht gelangen. Denn das wäre ja doof. So. Also, klappt ganz gut. Alles noch ein bisschen gemächlich hier, aber sieht alles ganz gut aus. Können wir überlegen, ob wir hier gleich schon mal ein bisschen Oliven noch machen. Kleinen Olivenhain vielleicht. Bisschen hinsetzen. Hier so. Muss ja kein großer sein. Einfach, dass wir da auch eine kleine Versorgung schon mal haben.
Dafür braucht man Landarbeiter. Wir können eigentlich noch hier mit dran. Die müssen dann zwar ein paar Meter gehen. Vielleicht machen wir die auch hier lang. Ich weiß gar nicht, ob die Architekten durch Häuser gehen. Ah, wo? Da kommt jetzt kein Architekt mehr hin. Das ist ja belastend. Läuft der jetzt nur noch da lang oder was, der Architekt? Hm. Das ist ein bisschen unpraktisch. Das heißt, das hier kommt weg. Du kommst weg. Dich setzen wir hier vorne hin. Würde ich sagen. Aber den Wasserträger brauchen wir schon da hinten. Aber das ist jetzt ein bisschen schade, weil das hier wird doch auch noch abgelaufen, oder? Oder haben wir da auch schon ein Problem? Hm. Das heißt, er ist so bei seinen Kapazitäten hier angekommen. Das ist blöd. Können wir theoretisch aber einfach so einen noch hier hinsetzen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, die Mehrarbeitskräfte sind ja schon unterwegs. Theoretisch können wir jetzt auch mal ein bisschen die Geschwindigkeit hochmachen, während wir quasi darauf warten, dass die Leute ankommen. Natürlich birgt auch immer Gefahren, muss man sagen. Ne? Das Spiel auf schnell zu haben. Hat ja auch immer Gefahrenpotenzial. Aber ihr seht, die finden sich hier jetzt alle ein. Wir können theoretisch jetzt auch schon direkt einen Ölhändler hinmachen, weil wir haben ja schon das geschenkte Öl. Wenn der jetzt einkaufen geht, dann werden die Häuser quasi schon maximal groß. Dann haben wir schon eine Straße mit den maximal ausgebauten einfachen Häusern, was ziemlich cool ist. Ja, da geht's los. Machen wir die Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen runter. Und das sind dann, das ist die Zwischenstufe. Ich weiß immer nicht, warum es diese Zwischenstufen gibt, weil die bleiben, doch manchmal bleiben die so, wenn nicht genug Schönheit oder so ist, ne? Aber das sind dann die maximalen Häuser hier, das Stadthaus. Wunderschön. Sehr, sehr cool. Das hat gut geklappt. Genau, das heißt, Olivenöl können wir dann bald auch selbst herstellen, hoffentlich mit ein paar Olivenpressen. Ja, wir schicken die Wolle mal los. Wir wollen ja auch mal aushelfen. Aber sind das nicht sogar Feinde von uns? Nee, es sind Befreundete. Die sind immer noch erfreut. Man darf nicht so oft die Hand aufhalten, ne? Sonst verärgert man die Leute. Aber so kann man dann halt immer mal... Hm. Können wir zum Beispiel Skulpturen fordern? Machen wir mal. Die sind immer noch erfreut. Das ist schön. Wenn wir Glück haben, haben wir dann schon für das Heiligtum, das wir irgendwann bauen müssen. Man muss eigentlich immer eins bauen. Haben wir schon ein paar Skulpturen da. Die sind nämlich echt teuer. Und wir haben gar kein Bronze oder irgendwas zum Gießen. Das heißt, Skulpturen müssen wir eh kaufen oder erbetteln. Okay, aber mit dem Verkaufen von Weizen, das klappt inzwischen. Nahrung, sagt er jetzt, ist zu niedrig. Kann ich mir sehr gut vorstellen, denn wir haben jetzt wirklich viele Weizenfarmen. Machen wir hier mal noch ein paar dran. Wir haben viele Einwohner. Ergo brauchen wir mehr Weizenfarmen. So. Haben wir da überhaupt noch fruchtbares Land? Ja, so ein Fleck noch. Ah, ich habe rausgetappt. Huch. Sind wir da mal auf der sicheren Seite? Du bist der, der hier lang geht, ne? Du könntest wahrscheinlich auch noch ein paar Meter gehen. Wie weit würdest du denn gehen hier? Wie weit bist du gewillt zu gehen? Aber checkst du dann überhaupt hier die noch ab? Ich habe immer ein bisschen Angst, dass der dann zum Beispiel in diese Nische nicht mehr reingeht. Meint ihr, die halten sich rechts rum? Funktionieren die nach einem Prinzip? Halten die sich immer zuerst rechts?
Da ist was Rotes, aber der kommt da gleich auf dem Weg wieder vorbei. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Sollte erstmal nichts einstürzen. Kalidon gewährt Skulpturen 18. Okay, wir müssen Platz schaffen. Die wollen uns Skulpturen schenken, aber wir haben keinen Platz für 18 Skulpturen. Eieieiei. Huch. Also müsst ihr euch überlegen, in so einem Lager nimmt so eine Skulptur ein Feld ein. Wir bauen mal ein bisschen Überschuss, ne? Das ist Wahnsinn. Ich dachte, die schenken uns vielleicht so 2 Skulpturen, aber nicht 18. Aber gut, dass die uns die Möglichkeit geben, Platz zu schaffen. Wir haben auch bald unsere erste Mission hier erfüllt. Ihr seht noch sehr viel Platz in den Häusern. Dann bin ich gespannt, ob wir uns dann schon der Hydra stellen oder was der nächste Schritt ist. Arbeitskräfte sieht okayisch aus. 105 Arbeiter, die werden wahrscheinlich jetzt demnächst noch reinkommen. Ich weiß halt nicht mit dem Speichern, wie oft automatisch gespeichert wird. Ich kenne da gar nicht den Intervall. Ich finde, das Speichern reißt einen immer so raus aus dem Gameplay. Wir hoffen einfach mal, dass regelmäßig gespeichert wird. 18 Skulpturen. Oh, die könnten wir jetzt auch für gut Geld verkaufen. Steht irgendwo, wie viel die wert sind? Also die lassen sich sehr gut verkaufen, glaubt mir. Aber finanziell sieht es okay aus, würde ich sagen. Sieht alles ganz gut aus. Das kann gut sein, ja. Ich meine, natürlich, das hier ist die erste Mission. Die wird uns wahrscheinlich erstmal noch so ein bisschen seicht an die Hand nehmen. Es steht ja auch dabei, dass sie leicht ist. Und uns auch noch so ein bisschen wieder einführen. Hier seht ihr übrigens sehr gut die unterschiedlichen Wachstumsstadien der Olivenbäume. Hier quasi nichts. Dann kümmern sich hier die Arbeiter drum. Dann werden sie langsam groß. Und hier die tragen dann, glaube ich, schon Oliven. Sind 87% reif. Oliven werden dann im Januar geerntet. Die haben jetzt erstmal noch nichts zu tun. Die warten auf ihre Oliven. Wir müssen auch gucken. Weil das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wir sollten mal hier noch ein Lager hinbauen, denn wir nehmen hier ja gerade keine Oliven an. Und das sollten wir aber machen, sonst müssten die ja immer nach da hinten laufen. Für die Oliven. Das heißt, die dürfen hier gerne rein. Ja. Kalidon schätzt sie mehr. Ich, Tedeus von Kalidon, bin ihnen mehr angetan als bisher, da sie meiner Stadt bereitwillig 5 Stränge Wolle geschickt haben. Sehr gerne. Die hatten wir übrig. Sieht tatsächlich alles ganz gut aus. Olivenöl wird ein bisschen knapp, aber wir beginnen ja jetzt auch bald selbst mit der Herstellung. Wir werden überlegen, ob wir noch so ein Ding vielleicht bauen oder 2. Ich weiß aber immer noch nicht, ob der jetzt auch hier lang geht. Aber mal noch 2. Oh, und ich habe vergessen, wir können ja eigentlich auch Käse herstellen, ne? Käserei und Ziegen. Aber ich glaube, das heben wir uns gerade noch auf, weil... Sieht eigentlich ganz gut aus gerade, alles wie es ist. Gleich haben wir auch hier die Episode durch. Alles wunderbar. Man spielt dann auch meistens mit seiner Stadt weiter, was ich noch sagen kann. Was manchmal sehr cool ist, manchmal lässt man seine Stadt quasi zurück für eine Episode und geht in eine Kolonie rein, die dann später quasi Vasall von einem ist und einem dann gewisse Sachen schickt. Meistens dann Sachen, die man selbst nicht produzieren kann. Also es kann auch sein, dass wir nächste Episode schon eine Kolonie spielen. Aber oft ist es so die dritte Episode. Oft spielt man erstmal 2 Episoden in seiner Heimatstadt. So, erfreuliche Nachrichtenstream. Unsere Philosophen haben die isthmischen Spiele gewonnen und tragen in Kürze aus wilden ihre Kränze aus wildem Sellerie mit Stolz. Sie können ihnen als Zeichen der Ehre ein Denkmal für ihre Leistung errichten. Die Kunde von der Weisheit unserer Philosophen breitet sich in ganz Griechenland aus und der Ruf unserer Stadt hat sich dadurch gebessert. Gar nicht mit gerechnet, dass wir so früh irgendwelche Spiele gewinnen. Das ist ja cool. Die Gesundheit nimmt aber ab. Ich frage mich, warum. Der Arzt ist auch zu weit weg. Das ist so blöd. Das ist ärgerlich. Ich bin am Überlegen, dass wir dann den hier abreißen.
Das ist jetzt erstmal, so werden die Leute jetzt erstmal so, buh. Aber der kommt ja direkt hier hin. Jetzt gehen die Leute da durch. Und hier dann noch ein Krankenhaus dann hinmachen. So. Denn es reicht ja der eine Pixel. Gucken wir mal. Wisst ihr, wir gewinnen hier die ismischen Spiele oder wie die heißen und reißen erstmal unser Podium von unseren Philosophen ab. Die Armen denken sich auch nur, denkst du, ich bin ein Witz? Vielleicht wird es langsam übrigens Zeit für ein weiteres Silo. Ich baue uns hier aber ganz schön das fruchtbare Land zu. Die Wölfe, die machen mich ganz nervös. Vielleicht hier irgendwo ans Ende, wo eh kein fruchtbares Land mehr ist. So. Ja, wir haben die 1000 Personen. Jetzt braucht das Spiel immer noch kurz und dann geht's hier weiter. Mit der nächsten Episode. So, Gefahren sah ganz gut aus, ne? Ja. Theben blüht unter ihrer Herrschaft auf. Die vielköpfige Bedrohung plagt das Land immer noch. Das stimmt. Die Stadt wird niemals wirklich groß sein, solange das Ungeheuer dort haust. So. Deswegen kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein schöner Text. Die Zeit ist reif. Ares vielköpfige Schlange wird Theben nicht in Ruhe lassen. Wenn die Stadt wächst, wird das Ungeheuer noch mehr Ärger verursachen. Und sie könnten den Marmor, den sie zu bewachen scheint, gut gebrauchen. Die Schlange muss zum Wohl der Stadt sterben. Allerdings kann kein gewöhnlicher Sterblicher diese schwere Aufgabe erledigen. Sie werden die Hilfe eines Helden brauchen. So sieht's nämlich aus. Wieder die bedrohliche Musik, um uns daran zu erinnern, dass hier die Schlange ist. Ja, wir sollen 48 Marmorplatten im Jahr produzieren. Das klappt natürlich nur, wenn der gute Freund hier weg ist. Übrigens finde ich es sehr blöd. Ich weiß gar nicht, wo man hier die Marmorabbau-Leutis hinmachen soll. Hier ist alles so zu. Muss man eigentlich hier vor hinmachen. Dann ist der Weg zum Steinbruch so lang. Aber die kloppen sich ja eh erstmal so ein großes Stück raus. Hier seht ihr übrigens unser Aufgebot. Das sind quasi unsere Krieger. Das sind aber nur einfache Krieger und die werfen nur mit Steinchen. Deswegen ist man vielleicht trotzdem ganz gut dran geraten, die Leute zu bestechen. Am Anfang, wenn sie einen denn wirklich angreifen wollen. Ja, wir können mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Kreta ist immer noch kein wirklicher Ort. Knossos meine ich, Knossos auf Kreta. Leute sind wahrscheinlich immer noch relativ pisst auf uns. Gleichgültig, angetan, der unzufrieden. Okay. Ich glaube, wir können noch nichts bauen. Das wird wahrscheinlich... Ah doch, die Heldenhalle für Herkules. Die Heldenhalle für Herkules. Ich weiß, dass der, glaube ich, perfekte Anbindung zur Kultur brauchte. Das heißt, wir werden dem irgendwo so ein extra Ding bauen können. Der brauchte auch Wein, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir müssen uns sehr viel Wein schenken lassen. Und eventuell brauchte der auch eine schöne Gegend. Das heißt, wir werden für den wahrscheinlich hier so ein eigenes Ding bauen müssen. Und irgendein Held brauchte auch, dass das Heiligtum mit Mauern umgeben ist. Also von Mauern umgeben. Wir gucken mal. Okay, hervorragender Zugang zu Gymnasien in der Stadt. So. Zugang zu Kultur. 1500 Menschen in der Stadt und am Vorhang mit Wein. Okay, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so viel, was wir noch machen müssen. Der braucht jetzt quasi dann auch nochmal jede Form der Kultur bei sich. Das ist es dann eigentlich. So. Das heißt, wir bauen dem hier jetzt auch nochmal alles hin. Ja, die Leute sind jetzt gerade ein bisschen im Weg. Mann. Da,
Warum könnt ihr nicht einfach wie normale Menschen die Straße lang gehen? So. Aber jetzt sollte er eigentlich auch hervorragenden Zugang haben, wenn die alle da mal lang gehen. Kann sein, dass wir jetzt halt noch eine zweite Straße machen müssen, weil ich weiß nicht, ob hier 1500 Leute reinpassen. Wie viel Platz ist denn noch? ...142, das wird nicht reichen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine zweite Straße bauen. Aber das ist ganz cool, wenn der Held dann da ist, dann kann man den rufen und dann kloppt er wirklich vor Ort das Monster. Jetzt muss ich nur schauen, wer war das denn, der Wein produziert? Braucht Wein... Kauft Wein. Wir haben gar niemand, der Wein produziert, oder? Die produzieren Wein. Aber das sind unsere Rivalen. Wir haben halt gar niemanden, um die zu plündern. Wie sollen wir denn an Wein kommen? Kann es sein, dass die irgendwann Verbündete werden? Ich glaube, Rivalen, selbst wenn du ein gutes Verhältnis zu denen hast, ich glaube, die schenken dir nichts. Es kann sein, dass die gleich irgendwann gescriptet Verbündete werden. Weil ich weiß sonst nicht, wie wir an den Wein kommen sollen für ihn. Weil ich glaube, herstellen... Nee, wir dürfen nur Olivenbäume machen. Herstellen ist nicht, Leute. Eigentlich sollte der hervorragenden Zugang haben, aber die Leute sind noch nicht lang gegangen hier. Bis jetzt gehen nur die Athleten hier lang. So. I mean, wir können hier natürlich noch Häuser hinmogeln, um ein paar Einwohner uns noch dazu zu cheaten. Kann sein, dass es bei denen gleich zu hässlich ist, dann bauen wir unser erstes Denkmal. Weil 60 Bewohner ein Haus ist, wenn jetzt nochmal 120. 120 extra Bewohner. Vielleicht müssen wir dann keine zweite Straße machen. Ich weiß nicht im Detail, ob es reicht. Okay, brauchen nur noch die Menschen in der Stadt und die Amphoren mit Wein. Ihr verkauft keinen Wein, ne? Ihr kauft auch Wein. Ja, Wein kaufen tun sie alle. Das heißt, wir speeden, glaube ich, mal ein bisschen ab. Weil gerade, glaube ich, sonst eh nichts Spannendes passiert. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen warten hier. Aber siehst du, kein Herakles, sondern Herkules. Ich weiß gar nicht, wen es noch gibt. Es gibt auf jeden Fall auch Achill. Perseus, glaube ich. Ich finde übrigens, dass das Spiel eigentlich noch ganz okay schick aussieht für das Alter. Aber natürlich, wenn man neue Spiele gewohnt ist, natürlich auch wieder nicht an dem Maßstab. Aber, ach guck mal, die müssen die Wolle jetzt schon bis hier hinten schaffen, oder was? Ich habe so viel Wolle, Leute. Was kaufen denn die anderen? Weizen, Wein... Marmor könnte später für uns interessant sein. Und du kaufst Skulpturen und Wein. Boah, 24 Skulpturen. Also, wenn wir arm werden, verkaufen wir an Argos Skulpturen. Von unseren 18. Ich glaube, so haben wir den Wein bekommen. Kann das sein? Dass wir den einfach geschenkt bekommen? Aber ihr seht, für die Warenwirtschaft ist natürlich nicht so schön, dass diese Wolltransporteure einmal durch die ganze Stadt jetzt laufen müssen. Was mit dir? Ah, der Nahrungsmittelhändler läuft hier nicht vorbei, doch. Okay, also, um mal schön die Attraktivität zu erklären vielleicht. Mal so nebenbei. Ihr seht, dadurch, dass wir hier alles an eine schöne Straße bauen, sind die alle attraktiv genug, um sich weiterzuentwickeln. Und hier ist es jetzt nicht so. Und es gibt sogar Gebäude, wie hier. Da stehen
Weizenfarbenlager, die machen die Attraktivität sehr schlecht. Und wie wir uns das jetzt ercheaten, ist, indem wir hier ein Denkmal hinsetzen, zum Beispiel unser Gelehrtendenkmal. Hier passt schön hin und wir können gleich sehen, dass sich die Attraktivität sehr schnell verbessert. Also mit Denkmälern kann man tatsächlich immer ganz gut, wenn man Platz hat, die Schönheit eines Gebiets noch boosten. Haben die Römer dann Herakles gesagt? Das weiß ich gar nicht. Ist Herakles ein Extraheld oder ist das dann derselbe wie Herkules? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. So tief bin ich nicht drin in der Mythologie tatsächlich. Nämische Spiele enden. Grüße, Stream. Die Wettkämpfer unserer Stadt sind bei den Nämischen Spielen nur Zweite geworden, obwohl sie ihr Bestes gegeben haben. Mehr Glück beim nächsten Mal. GG, go next. So, die Weizenlager füllen sich. Sieht ganz gut aus mit der Versorgung. Hier ist sogar noch was übrig. Olivenöl könnte vielleicht ein bisschen... Ja, ich glaube, wir können noch Pressereien bauen. Noch zwei Olivenpressen vielleicht. Ich will das hier echt nicht zubauen, dann müssen die, wobei die gehen eh hier oben rum, ne? Na, weil wir bauen schon ein bisschen die Abkürzung zu. Dann machen wir hier noch welche hin. Mehr Arbeitskräfte. Ja. Jetzt sind alle eingezogen, ne? Ne, hier ist noch Platz. Wir gucken mal, was die Bevölkerung macht. Wird nicht genau reichen, ne? Ah, schade. Bin bisschen zu wenig sein mit den Häusern. Das heißt, sie müssen echt dafür noch eine neue Straße jetzt bauen. Ärgerlich. Ja, das heißt, wir machen fast so dasselbe Layout einfach nochmal. Da kommen die Leute hin. Wird wahrscheinlich ein bisschen kürzerer. So, hier muss doch irgendwo unsere Agora hin. 2, 3, 4, 5, 6. Muss man natürlich gucken, dass hier auch die Kultur jetzt für die Leute gut ist. Sonst ist Herkules sauer. Oh, und Steuern. Gucken wir mal, ob das so aufgeht. Selbe Person, nur anderer Name. Römer und Griechen haben ja dieselben. Ja, genau, manchmal unterscheiden sich die Namen zum Beispiel. Ich glaube, Hermes und Merkur? Ist es Merkur, der Götterbote da ist? Genau. Oder wen haben wir noch mit verschiedenen Namen? Ich glaube, Ares, den gibt es dann auch im Griechischen. Na, wie heißt denn da der Gott des Krieges? Mir liegt es auf der Zunge, aber... Jetzt ist halt die Frage, ob wir... Ich glaube, wir brauchen jetzt noch mal... Hier... noch mal eine Philosophenschule. Und noch eine Theaterschule. Damit die hier oben besetzt werden. Gucken wir mal.
Huch. Ja, sieht aus, als bräuchten wir nur noch die Amphoren mit Wein. Ist ja schon mal dufter. Natürlich haben wir hier ein bisschen Platz gewastet, ne? Aber das meine ich mit, ich baue nicht immer alles 100% effizient. Ne? Das ist jetzt so, es soll ja auch noch ein bisschen schön sein, so ist es einigermaßen ansehnlich. Ansehnlich. Genau. Ares war griechischer Name, die. Ah, Merkur. Aber wer war das denn, der Götterbote? Hermes und. Der hat doch auch einen Namen bei den Römern. Ist es auch was mit M? Zufriedenheitsdenkmal verfügbar. Es sind wirklich goldene Zeiten in der Stadt und die Menschen sind sehr zufrieden. Damit sich alle an dieses besondere, an diese besondere Zeit erinnern, können sie nun ein Denkmal errichten. Cool. Sie hab uns ein Denkmal gebaut. Besserer Zugang zu Kultur. Wahrscheinlich, weil das, weil hier noch keine Schauspieler drin sind, ne? Mal kurz gucken, ob das Ding ausreicht. Ja, der läuft tatsächlich bis hier runter, ne? Das sieht ziemlich gut aus. Ja. Warum ist das hier ein... Ach so, ich habe den da hingesetzt. Nevermind. Hier ist auch gut, oder? Ja. Nicht, dass uns hier was einstürzt. Ja, puh, hier ist bald schon die nächste Ernte, ne? Und die Silos werden ein bisschen rar. Ich glaube, wir können noch mehr bauen. Noch ein Silo. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt nur noch warten, dass uns nochmal Wein geschenkt wird. Deswegen drehen wir die Zeit jetzt nochmal ein bisschen hoch. Können sogar auf 100. Oh Gott, nee. Also ich finde halt, der Schritt von 90 zu 100 ist dann irgendwie so extrem, oder? Soll er vielleicht auch sein, aber... So, was fehlt hier? Wasser. Das heißt, die Wasserträger schaffen es wieder nicht, bis dahin zu laufen. Wunderbar. Das heißt, wir machen hier noch einen Brunnen hin. Dafür haben wir ja Platz. Alles kalkuliert. Und dann haben wir echt hier schon zwei gute Straßen. Das ist schon mal ein guter Grundstock an Arbeitern. Ares war griechischer Name. Das schaue ich dann mal jetzt selbst nach. Mercurius. Mercurius? Aber guck mal, dann gibt es Merkur und Mercurius oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, Ares ist Mars. Mars ist Ares und Merkur ist Hermes. Laut Google. Wir haben zufällig Wein geschenkt bekommen. Könnt ihr es euch vorstellen? Rufen Herkules. So, jetzt dürfen wir gleich gucken, wie der Held Herkules der Hydra auf die Schnauze haut. Mh, kalter Kaffee. Das wird ein Spaß. Kriegen gleich eine Nachricht, wenn der eintrifft. Ja, aber ist auch beides, fängt beides mit M an. Ich war auch sehr verwirrt. Merkur, Mars. Aber mir fallen die ganzen Entsprechungen nicht ein. Auch nicht, was ist denn Poseidon? Ophitischen Spiele enden. Ich dachte, jetzt kommt schon unser Held.
Neptun. Ja, Neptun. Kuriso, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir überlegen gerade die ganze Zeit, welche griechischen Götter für welche römischen Götter stehen. So, Leute, Herkules wird dann bald eintreffen. Es gibt manche Heldenhallen, die brauchen echt sehr komische Dinge. Herkules geht ja tatsächlich noch. Herkules braucht keine Mauern, das ist schon mal gut. Herkules ist tatsächlich ganz okay. Am coolsten ist, wenn die halt zu den Viechern hin müssen und es keine Brücken gibt, dann fahren die mit einem kleinen Floß. Und da wir noch keine Brücke haben, wird genau das eintreffen. Ich will Herkules auf seinem kleinen Floß sehen. Da freue ich mich drauf. Aber der lässt sich ganz schön Zeit, ne? Muss der erst noch seine Amphoren leer trinken? Muss er tatsächlich gleich. Der geht gleich erstmal zu seiner Heldenhalle und säuft seinen Wein aus. Und dann wird der... Ich bin Herkules. Ich freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ich hoffe, dass es dem stärksten Mann auf Erden auch angemessen ist. So. Wo kommt er denn? Da, mit seinem Knüppel in der Hand. Die Stadt ist unübertroffen. Dankeschön. So. Der gönnt sich jetzt gleich erstmal einen feinen Rotwein, würde ich sagen. Mehr Alkohol für Herkules. Ja, so sieht's aus. Steht da noch irgendwie? Dieses freie Gelände, okay, wartet gerade dazu. Geradezu darauf, bebaut zu werden. Herkules ist in der Stadt. Okay, Herkules, lass dir Zeit. Ah, da kommt er schon. Also, wenn in der Straße hier keine Kultur abgeht, dann war hier aber auch nicht. So, er hat sehr schnell getrunken, wie es aussieht. So, dann gehen wir jetzt mal hier ans Wasser, denn hier wird er gleich irgendwo rüber segeln, nehme ich an. Muss wahrscheinlich hier irgendwo zur Hydra. Da ist er, der Gute. Oh, ich muss sagen, dadurch, dass wir so viele Einwohner haben hier beim Palast, ist inzwischen schon, haben wir so ein paar Fußtruppen. Das sieht schon ganz gut aus. Aber sind halt keine Hopliten. Die werfen halt wirklich nur mit Steinen. Das ist so, das interessiert die meisten Angreifer von den Gegnern nicht so, gerade wenn die schon Pferde haben und so. Leute, es gibt noch so viel in diesem Game zu entdecken. So, jetzt kommt er auf sein kleines Floß. Leute. Ich finde, das sieht so drollig aus, wenn die mit ihrem kleinen Floß da drüber fahren. So, Leute, die Spannung steigt. Es ist tatsächlich nicht so spannend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Er kann sie jetzt nicht so krass aus. Ich weiß nicht, ob die Feuerbälle spucken kann, die Hydra. Manche können das. So, bumm. Geiler Kampf, oder? Ich meine, er hat einen Knüppel. Bei einer Hydra soll man ja nicht den Kopf abschlagen, weil dann wachsen ja neue nach. Hat sich ausgehydratet. Hydra wurde erschlagen. Die Hydra wurde erschlagen und ihr Volk jubelt. Was sagst du dazu? Ich könnte mir bestimmt ein paar Abenteuer ausdenken, auf die man die Arbeitslosen schicken könnte, wenn die Stadt ihnen keine Arbeit beschafft. Oh, haben wir eine hohe Arbeitslosenquote. 13%, das wird sich gleich ändern, denn wir brauchen sehr viele Leute im Steinbruch. Das ergibt sich und passt gerade ganz gut. Das hier habe ich mir zugebaut. Das ist natürlich kacke jetzt. Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja. Ah, da guck mal, da kommt er zurück mit seinem kleinen Flößchen. Putzig. Wir bauen mal hier über die Insel, glaube ich, unseren Durchgang. Und wo gehen wir hier rüber? Hier direkt. Ja, und das war's jetzt auch quasi mit dem Helden. Also der haut, glaube ich, jetzt einfach wieder ab.
Der könnte uns eigentlich mal helfen, noch eine Stadt zu erobern oder sowas. So. Bauen jetzt hier unseren Weg rüber und jetzt müssen wir hier anfangen, Marmor abzubauen. Das wird jetzt auch wunderbar. 48 Marmor im Jahr. So, weil hier, ich muss sagen, das ist ganz schön zugebaut alles. Schrecklich. So. Okay. Wir wollen natürlich, wir sind faul, wir wollen immer den kürzesten Weg possible haben. Deswegen bauen wir die einfach direkt hier hin. Oh, ich habe hier zwei freigelassen. Ne, das ist eher dumm. Huch. So, und dann natürlich brauchen wir wieder so einen hier. Passen eh nicht mehr hin, ne? Hm. Ja. Okay. Und hier bauen wir dann... ein paar Lager für den Marmor hin. So. Doch, Marmor annehmen. Kann man nicht irgendwo alles nicht annehmen? Weil gab es das nicht mal irgendwo... Ah. Dankeschön. Dann sollte man nur auch das Richtige aktivieren. So. Ah. Oh, 5 Streams, Kurisu. 5 Streams in Folge. Nice. Was ich ein bisschen schade finde bei diesen Serien, also ich finde die an sich eigentlich ganz cool. Ich finde nur, man sollte immer mehr Kanalpunkte bekommen, je höher die Serie geht. Das finde ich cool. Wie geht's dir, liebe Kotzer? Ich muss sagen, gerade muss ich voll dringend pinkeln und suche nach einem guten Moment, um mal ein Päuschen zu machen. Ich glaube, ich zeige euch hier einfach mal das hier, was die Leute hier machen und gehe kurz pieseln. Aber wahrscheinlich werden wir eh gleich durch irgendeinen Nachrichten-Pop-Up hier unten unterbrochen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen, während ich weg bin. Aber wir warten jetzt eh nur noch drauf, dass wir quasi hier diese Quest erfüllen. Na? Und dann sind wir quasi mit der zweiten Episode schon wieder durch. Deswegen, bis gleich!
So. Sorry. Musste noch spontan einen Koronski-Test jetzt machen. Aber I'm still standing. Ja, Olympische Spiele beginnen. Gut zu wissen. Ich habe es ja gesagt, es wird natürlich so kommen hier. So. Also, bei denen ist es tatsächlich so, die kloppen sich hier so ein Riesenstück raus aus dem Steinbruch und dann kloppen die aus dem quasi kleinere Marmorstücke raus. Und ich glaube, so ein großer. Oh, sorry. Mikro verhunzt. So ein großer Block reicht dann für 8 Stück. Weil ihr seht, die haben jetzt eine Ecke rausgeschlagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir pro Jahr herstellen. Dieses Jahr wird noch nicht wirklich zählen. Wir haben Juni. Und der zählt quasi dann ja erst ab Juni. Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Wir können auch einfach mal wieder ein bisschen. Boah, es ist doch schon wieder lauter geworden, oder? Es ist so laut. Stellen auf ein bisschen schneller hier und hoffen, dass uns nicht die Wirtschaft wegrennt. Zum Beispiel das Olivenöl, das wir gar nicht mehr verarbeitet kriegen. Wir haben so eine gute Produktion und trotzdem Arbeitslose, aber nur noch 9%. Echt schwierig, so eine Wirtschaft zu regeln. Wie geht's dir denn, Kuriso? Wie geht's dir denn? Olympische Spiele enden. Den zweiten Platz schon wieder. Das heißt, wir haben eigentlich ganz gute Kultur in der Stadt, nur nicht gut genug. Ich glaube, können wir Herkules jetzt auch Städte erobern lassen? Theoretisch. Ja, wir könnten theoretisch Herkules uns eine Stadt erobern lassen. Sollen wir das mal probieren? Das wäre schon sehr lustig. Was müssten die uns denn? Die produzieren Wein und Zwiebeln. Und die hier. Oh, die sind angetan von uns. Die sind gleichgültig. Waren das aber nicht die, die uns die ganze Zeit Wein geschenkt haben? Wolle und Skulpturen. Wie soll ich einen Speerkämpfer spielen, wenn ich keinen Speer habe? So, gucken wir lieber hier wieder unseren Leuten zu. Ich muss sagen, die produzieren relativ fix. Hätte ich nicht gedacht. Bestmarke ist 0. Ihr seht, wir haben noch kein Jahr, in dem wir produziert haben. Man ist mal auf 100. Oh, guckt euch das an. Es ist so wild. So, Bestmarke ist 38. Das heißt, wir sollten das nächstes Jahr auf jeden Fall schaffen, wenn das gesamte Jahr zählt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann in der nächsten Quest wahrscheinlich schon ein Heiligtum bauen. So, schicken wieder Wolle los. Warum nicht? Wir haben es ja. Isthmische Spiele. Kalydon schätzt sie mehr. Ich, Tydeus von Kalydon, weil wir die Wolle geschickt haben. Wer war denn jetzt Kalydon? Ach hier, angetan. Verbündeter. September, die isthmischen Spiele enden und wir haben wieder gewonnen, ne? Wir haben wieder den Selleriekranz gewonnen. Okay. Dann gehen wir jetzt auch mal wieder runter mit der Geschwindigkeit. Wir sind ja schon im Oktober, aber es sieht sehr gut aus für uns, würde ich sagen. An der Marmorfront. Also, das sieht sehr gut aus. Haben aber eine Arbeitslosigkeit von 22%. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht, woher ich. Also, wenn wir halt nächste Runde. Also, wenn wir jetzt bald ein Heiligtum bauen müssen, das verschlingt sehr viele Arbeitskräfte. Ich hoffe einfach, dass wir. Jetzt, wo wir so viel Marmor haben, ein Heiligtum bauen nächste Runde. Und, ne?
dass wir da ein paar Arbeiter reinstecken können, quasi. Aber wir brauchen noch Holz für Heiligtümer und ich glaube, Holz können wir noch nicht herstellen. So. It's the final countdown. Sehr viele Voice Lines gerade durcheinander. Eieieiei. Einzeln sind die geil, aber wenn die sich so überlappen, wird es schon ein bisschen anstrengend hier. So. Können jetzt mal langsam Januar werden. Ja, ich hab. Aber wir haben sehr, sehr viele Handsoldaten hier, Fußsoldaten, whatever Soldaten. Es hat die Schlange geliebt und ist nicht begeistert, dass sie den Tod der Schlange veranlasst haben. Athene, Göttin der Krieger, des Handwerks und der Weisheit, ist gekommen, um einige Zähne der Schlange zu sammeln und einem wunderbaren Zweck zuzuführen. Vielleicht kann sie verraten, wie Ares Gunst zu erlangen ist. Vielleicht mit einem Heiligtum. Die weise Göttin. Ja, sehr gut. Ares wird über den Verlust dieser Schlange wütend sein. Und für die Kolonie. Diese Schwäche für Schlangen. Ob mit einem Kopf, mit zwei Köpfen oder kopflos, er liebt sie alle. Geil. Und es gefiel ihm, wie die Sonne auf all diesen Köpfen funkelte. Aber wissen Sie, was Ares fast so sehr liebt wie Schlangen? Große Heiligtümer, die nur für ihn erbaut wurden. In den verschlungenen Räumen des Heiligtums führt er gern sein Hinterhaltstraining durch, wie er sich ausdrückt. Aber für die meisten sieht es aus, als würde er Verstecken spielen. Wenn sie Ares ein Heiligtum bauen, wird der Gott begeistert sein über den neuen Ort, die Kunst des Krieges zu üben und die Schlange vergessen. Er wird sogar einige Zähne der getöteten Schlange nehmen, sie in die Erde sehen und grimmige und starke Soldaten... Oh ja, die waren sehr gut. Diese Soldaten werden ihnen gehorchen und bei der Verteidigung Thebens helfen. Folge meinem Rat, sterbliches Wesen, und viel Glück. Good luck, Herr Fun, sagt er quasi. Ja, also, wir müssen ein Heiligtum für Ares bauen. 50 Personen in einer Wohnung, Dekad-Residenz oder besser. Das sind die besseren Wohnungen. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig. Wir müssen 30 Weizengaben für die Kolonie und 25 Krügen mit Olivenöl sammeln. Ich glaube, die können wir direkt schon sammeln am Anfang. Das heißt, in der nächsten Runde geht's in eine Kolonie. Und ja, das mag ich sehr. Kolonien sind immer ganz cool. So, ich freue mich. Sammeln. Hätten wir das schon mal erledigt und wir haben wieder Platz. Ja, das hier sind die gehobenen Wohnungen und dafür müssen wir uns ein ganz neues Layout machen. Die können wir alle abreißen. Denn ihr seht, Herkules ist weg. Aber vielleicht bauen wir auch hier irgendwo die Residenzen hin. Mal sehen. Die haben nämlich ganz eigene Anforderungen. Wir machen die vielleicht mal hier irgendwo hin. Fangen mal an. Also, die erste Sache ist, die brauchen eine große Agora. Das heißt, die brauchen die Basic Needs, aber darüber hinaus auch noch viel mehr. Das heißt, große Agora. Auf jeden Fall. Dann brauchen die es auch sehr, sehr prächtig. Ich finde es aber gut, dass alle uns lieben. Die brauchen es sehr, sehr prächtig. Da wird die Prachtstraße vermutlich nicht reichen. Huch, ich verklick mich die ganze Zeit, sorry. So. Wahrscheinlich bauen wir hier mal ein paar aneinander. Also wir gucken jetzt erstmal, dass hier schon mal... Man muss ein paar Sachen machen, sonst sind die Häuser ganz schnell im Arsch. Deswegen machen wir schon mal, dass hier die Basic-Leute schon mal einkaufen. Aber die brauchen dann später so Sachen wie Waffen und Wein. Der
Wer ist der Nächste? Parks übrigens, ne? Kann man sehr schön groß ziehen dann, wenn man da mehrere von macht. Ich bin der Gott des Krieges. Wer mich verehrt, den werden meine Soldaten verteidigen. Da ist er, der Ares. Ach ja, Heiligtum, stimmt, da war ja was. Heiligtum des Ares. Da ist er und will, dass wir ihn vergöttern, aber das sagt die Quest ja eh, von daher muss er sich eigentlich gar nicht so eine Mühe machen. Bin mir ganz schwindelig. Ja, wir müssen jetzt hier warten. Ich hoffe, die gehen zu weit weg. Das ist blöd. Das ist doch gar nicht zu weit weg. Aber das kann man ganz schnell umgehen. Das kann man eigentlich ganz gut umgehen. So. Indem wir hier einfach immer ein bisschen Weizen holen und hier ein bisschen Wolle holen und Olivenöl holen. Und zwar 16 jeweils. Dann ist hier immer im Lager was drin. Und die können einkaufen gehen, die Händler. So. So, also hier wird schon der Weizen geholt. Das ist schon mal sehr gut. Machen wir auch mal schnell noch eine Schauspielschule. So, ich will das hier einigermaßen schön machen, aber, ne? Muss gucken, dass ich nicht direkt übertreibe. Ich neige nämlich zum Übertreiben. Ich habe so sehr für alles schon meine Abläufe, wie ihr vielleicht seht. Das ist der Wahnsinn. Das hat sich so über die Jahre eingefunden. Ja, wir versuchen jetzt hier erstmal 4 Häuser hochzuziehen. Ne, nicht direkt übertreiben, nur mal kurz gucken, wo wir lang müssten. So. Und die brauchen jetzt unbedingt die Basic-Sachen, aber darüber hinaus brauchen die halt viele Luxusgüter, die wir noch nicht haben. So. Das würde ja später passen. Können wir hier nämlich später schön eine große Menge an Häusern hinmachen. Das stimmt allerdings. Ihr seht, die sind jetzt schon am Verfallen.
besserer Zugang zu Kultur, weil es mal wieder alles nicht schnell genug ging. Und nicht alles in 2 Sekunden sofort da war. So, die Reichen hier wollen wir natürlich auch versteuern. Und ich denke, wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen weiteren Brunnen. Okay. Man kann in einer Stunde Spiel mehr über eine Person erfahren, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Mach mal noch die Umgebungsgeräusche ein bisschen leiser, würde ich sagen. Ist ja eh alles immer noch laut genug. So, die Kultur kommt. Leute sind glücklich. Vielleicht machen wir da hinten auch mal noch so einen hin, wobei es eigentlich reichen sollte. Okay. So, und die brauchen jetzt Rüstungen, um besser zu werden. Das Problem ist, wir können keine eigenen Rüstungen herstellen. Wir müssen jetzt mal schauen. Die würden Bronze verkaufen, aber können wir... Ja, eine Waffenschmiede können wir auf jeden Fall bauen. Das heißt, wir können Bronze kaufen und dann verarbeiten. Würde eigentlich hier hinten noch ganz gut passen vielleicht. Och Gott, wir haben echt so viel Marmor. Wir müssen jetzt... müssen dringend anfangen. Oh. Den zu verarbeiten, dem Heiligtum. Bronze und Rüstung. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wer uns das verkauft. Geld sieht gut aus. Bronze. Kaufen wir alle 24 ein. Perfekt. Gut. Haben wir noch genug Wolle? Ja. Oh, Olivenöl wird schon fast ein bisschen knapp, ne? Jetzt langsam. Brauchen wir noch mehr davon? So, ich bin jetzt am Überlegen, wo wir das Denkmal für Ares hinsetzen. Festung des Ares. Könnten die eigentlich hier so nebendran setzen, ne? So. Weil hier immerhin schon die Skulpturen sind. Hier ist auch schon ein bisschen Marmor. Und jetzt kommen die Herrschaften hier hin. Die bauen das gute Stück dann gleich. Ares braucht auch nicht so viel. Ihr seht, wir brauchen 40 Marmorplatten für das Heiligtum, 12 Ladungen Holz. Das ist ein bisschen doof, weil wir haben nicht so viel, also wir können kein eigenes Holz herstellen. Das heißt, da müssen wir auch wieder ein bisschen betteln irgendwo. Wolle, Olivenöl, Skulpturen. Ich weiß gar nicht, wo kriegen wir denn das Holz her? Braucht Holz. Können wir doch Holz herstellen? Sieht nicht so aus. Müssen wir mal gucken. Irgendwie ist mein Blick auf die Games-Landschaft von damals halt so eingeengt. So viele von den Games sind sich so ähnlich. Sag mir, dass das nicht basically Siedler ist. Es ist mit griechischer Mythologie. Und also es ist schon ein bisschen anders, aber es ist auf jeden Fall, was ähnlich wie Siedler ist, ist halt, dass man halt sieht, was passiert. Na? Du siehst halt, jeder Arbeiter geht halt irgendwo lang. Das hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten. Aber ja. Natürlich ähneln sich die alle so ein bisschen. Ich würde sagen, wir haben schon fast zu viele Steinmetzwerkstätten. Aber hat nicht irgendjemand auch Marmor gekauft? Das wäre natürlich super gut. Kauft Skulpturen Wein, kauft Marmor, Tydeas. Tydeas. Wait, das sind auch die hier oben, oder was? Das ist ein bisschen doof, weil da müssen wir halt ewig laufen für den Marmor. Ah, das sind Rivalen. Right? Nee. Kauft Marmor. Ach, Kalydon. Huch. Jetzt habe ich das Fenster wieder kleiner gemacht, auszusehen. Huch. Kalydon schenkt Skulpturen. Wo soll ich die denn noch hin tun? Ihr Verrückten. Ah! Ich habe keinen Platz mehr. Eieiei.
So. Kalydon. Jetzt brauchen wir plötzlich wieder Mitarbeiter. Marmor verkaufen. Alles, was wir verkaufen können. Das ist so viel. Skulpturen brauchen wir nicht noch mehr. Also wir können sehr viele Heldendenkmäler mit der Anzahl an Skulpturen bauen. Warum lieben die uns so? Gucken wir, ob wir irgendwas an Libyen verkaufen können. Vielleicht. Aber ich will hier auch noch mal so einen hinbauen. Sicher ist sicher. Bronze und Wolle können wir verkaufen. Und die. Aber wir können Holz einkaufen. Da kommt unser Holz her. Sehr gut. Mich schon gewundert. Um euch mal kurz hier, ne, das hier ist Libyen, das heißt, das ist keine Stadt hier bei uns, aber man kann mit denen handeln. So von der Technologie und wie die Sachen gemacht sind. Mein vom Game-Aufbau, nicht vom Inhalt, ja, ja. Naja, natürlich. Kennst du eins, kennst du alle. Wahrscheinlich ist, ich habe es noch nie gespielt, aber Age of Mythology wird wahrscheinlich auch irgendwie dann ähnlich sein. So. Die warten jetzt gerade auf das Holz. Wir brauchen sogar nur 12 Ladungen Holz. Es sei denn, wir fangen jetzt auch ein bisschen an, militärisch uns aufzurüsten. Das können wir gleich machen. Wir wollen aber erst Rüstung für unsere Häuser da hinten machen. Und haben. So. Wait, hatte ich die nicht gemacht dafür, dass sie nur Bronze und Rüstung haben? Das hier vorne, ne? So, und dann brauche ich hier noch ein Lager, das Rüstungen holt, wenn denn sobald welche da sind. Rüstung und Wein. Auch hier wird 16, 16. Dann werden die hier versorgt. Also, das ist halt ein Schritt, die hier hochzukriegen. Das Heiligtum ist aber schon zur Hälfte fertig. Wein. Wie war das denn mit dem Wein? Das hat nur der eine Gegner von uns, ne? Aber unsere erste Bronze kam. Die muss jetzt halt von da bis hierhin geschafft werden. Das ist vielleicht scheiße. Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit scheiße. Das heißt, whatever. Das ist ziemlich scheiße. Wir müssen die hier irgendwo hinmachen, die Schmieden. Das wäre ein viel zu langer Weg. Das können wir nicht bringen. Es hätte halt nur so gut von der Area gepasst, weil da hinten halt so ein bisschen, ne, unser Gewerbegebiet ist, sag ich mal. Aber dann machen wir die doch einfach hier hin. So. Ah, wir müssen aber mit der Attraktivität dann aufpassen. So, dann machen wir hier ein Lager hin, wo nur Rüstung und Bronze angenommen wird. Noch so einen lustigen Kerl hier hin und dann sehr viele Rüstungsschmieden. Waffenschmieden. Waffe, Rüstung. Ist doch fast dasselbe. Ja, und jetzt brauchen wir nämlich auch langsam wieder Arbeitskräfte. Verdammt. Alles weil diese... Aber die entlassen wir eh, wenn das Heiligtum fertig ist, dann haben wir auch wieder 100 Arbeitskräfte mehr. Also vielleicht machen wir das jetzt schon 2. Weil die brauchen, glaube ich, 25 Arbeiter, ja. Machen wir die mal weg, da wir ja eh momentan nur am Warten sind. Hoffen jetzt, dass hier unsere Ladung Holz kommen. Ah, unsere Ladung Holz sind actually schon da. Warten jetzt trotzdem nochmal und dann brechen wir den Handel ab. Und dann sollten wir auf jeden Fall genug Holz da haben. So. Gut. So, dann kaufen wir kein Holz mehr ein, denn vielleicht seht ihr es, unsere Finanzen gehen ein bisschen nach unten. So Sachen wie Bronze sind auch unglaublich teuer. Das heißt, dann machen wir auch mal Pause. Ein Bronzebahn kostet nämlich 110. Könnt ihr euch mal ausrechnen, was wir jetzt so bezahlt haben, wenn wir 24 gekauft haben. Mehr oder weniger, ja. Ja, also, ne? Kennst du eins, kennst du alle. Das verstehe ich nur nicht. Warum wartet ihr denn auf eure Bronze? Die ist doch direkt hier. Nicht genug Bronze.
Bronze. Annehmen. Vielleicht holen? Vielleicht klappt es dann besser. Und die so... Bruder, eine schicke Rüstung. Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? So. Ja, jetzt geht's hier los, Leute. Die brauchen leider arg lange. Die Rüstung. Waffen. Für mich sind's Rüstungen. Sieht doch am Ende aus wie Rüstung. Berg Pelion leidet Hunger. Oh nein, jetzt losschicken. Oh, ich muss die Texte mal vorlesen. Ich bin so gewohnt, die weiter zu skippen. Sorry. Sterni, kannst du eigentlich mal auf YouTube gucken, wie da so der Stream ist? Ob das klappt, ob da irgendwie, ne? Wie das so läuft da, ob das läuft. Weil ich teste jetzt gerade das erste Mal das Stream auf mehreren Plattformen. Und ich habe absolut keine Ahnung, was da abgeht. Vielleicht mal einen kleinen Blick drauf, das wäre cool. Es ist aber schon Chaos, es war schon sehr chaotisch. Ich hab irgendwie 3 Minuten das Spiel erklärt und war dabei gemutet, also ja. Es passieren dir gute Dinge, auf jeden Fall. Berg Pelion schätzt sie mehr. Und die physischen Spiele beginnen. Braucht immer noch Arbeiter. Wie sieht's hier aus? Die sollten inzwischen eigentlich... Ja, ihr seht, die haben das Holz geliefert bekommen. Ist übrigens immer sehr schön, die unterschiedlichen Arbeitsschritte dann hier zu sehen. Hier kommen die Statuen rein. Es ist ein kleines Heiligtum. Nicht alle Heiligtümer sind so klein. Es gibt welche, die sind riesig und brauchen irgendwie 24 Skulpturen statt 2. Also... Muss der noch starten? Nee, sollte eigentlich laufen. Also bei mir läuft der. Du meinst, dass der nicht läuft? Aber eigentlich ist der gestartet worden. Das wäre ja sehr mau jetzt. Ist bei mir auf Warten auf Van Kotze. Das wäre jetzt sehr schade. Dann starte ich den heute aber auch nicht mehr. Das wäre sehr, sehr schade. Dann lade ich das Video nur so auf YouTube hoch oder so. Ja, weil ich habe den jetzt über meine Streaming-Software gestartet, aber nicht über YouTube jetzt nochmal, weil ich dachte, das ist dann in der Streaming-Software integriert. Mach an zum Testen. Nee, das ist ja doof. Der ist dann ja auch in dem Verlauf drin und ich will ja nicht mitten in einem Game jetzt irgendwie reinstarten. Dann weiß ich, dass es für die Zukunft... ja, weiß ich für die Zukunft Bescheid, dass ich dann auf YouTube auch nochmal auf Starten klicken muss. Nächstes Mal sind wir schlauer. Dani, grüß dich. Grüß dich, Dani. Ich hoffe, dir geht's gut. So, jetzt sind die letzten 12 Blöcke Marmor. Hier kommt noch ein Altar hin und noch eine Statue hier. Eine Statue aus Marmor. Unsere Bronzestatuen sind schon da. Stretching! Wir greifen oben, wir pflücken die Birnen vom Baum. Aber es ist jetzt gut zu wissen mit dem Plan. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt live gemacht hätte, vielleicht wäre er dann schon live gegangen. Ich dachte, weil ich habe hier in meiner Vorschau, läuft bei mir die ganze Zeit schon das Video bei YouTube. Deswegen dachte ich, dass das auch einfach schon live wäre dann. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. So... Hi, Dani, wie geht's dir? Grüß dich. Was gibt's Neues? Erzähl mal ein bisschen was. So, wir haben wieder den 2. Platz bei den Spielen gemacht. Das ist sehr schade. Grüße aus der Arbeit. Oh, Arbeits-Dani. Eieiei. Liebe Grüße zurück auf die Arbeit. Halt die Ohren steif. Muss leider arbeiten, ja. Du Arme. Ich warte jetzt darauf, dass mich Koronski erwischt, weil Jonas hat es jetzt und ich weiß nicht, ob man mit einer Person zusammenleben kann, ohne Koronski zu kriegen. Mal sehen. So, ihr seht, der hämmert da sehr fröhlich rum.
Gleich kommt die Statue und dann tatsächlich nur noch 4 Ladungen Holz, 4 Marmorplatten. Oh, hups. Und dann kommt hier noch ein Altar hin und dann haben wir tatsächlich das Heiligtum für Ares schon fertig. Das ist Wahnsinn. Das ging dann relativ schnell. Sucking terrible. Ja. Haben wir schon die ersten Rüstungen? Ja, wunderbar. Wunderbar. Aber ich warte erst noch, bis wir ein paar haben, weil sonst verkümmern die so super schnell wieder, die Leute. Ich warte erst, bis wir ein paar hier auf Tasche haben und kaufe in der Zeit mehr Bronze ein, weil die haben alle nicht mehr so viel. So. Wir wollen natürlich gucken. Ihr seht, hier ist die Statue. Und jetzt warten wir auf The Finishing Touch. Und dann ist unser Heiligtum schon fertig. Das ist sehr, sehr cool. Ja, das ist schon, das macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig mit YouTube. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es halt klappt, weil ich halt diese Vorschau hier habe. Jetzt bin ich sehr traurig. Aber gut, beim nächsten Mal wird es dann besser. Ich guck mal, dass wir vielleicht einmal die Woche so ein bisschen einen Retro-Stream machen, als Abwechslung zu anderen Games. Und dass ich den dann auf beiden Plattformen streame und sonst eben nicht. Weil, ich sag mal, mal schauen. Also wenn Bedarf da ist, klar, kann ich das gerne machen. Aber könnt ihr mir gerne Feedback zurückgeben. So, da kommen die letzten 4 Mama-Blöcke. Ist das Holz schon drin? Ja. Leute, it's the finishing touches. Da! Festung des Ares fertiggestellt. Der Gott des Krieges lacht heute vor Glück. Geschmeichelt durch die Fertigstellung des Heiligtums zu seinen Ehren hat er 2 Kompanien seiner Soldaten geschickt, um die Stadt in gefährlichen Zeiten zu beschützen. Er hat ihnen auch seinen Drachen zur Verfügung gestellt, der alle Feinde niederschmettern wird, denen er begegnet. Stimmt, es gibt ja noch seinen Drachen. Der läuft auch gleich irgendwann durch die Stadt. Und dann, ihr seht, die bauen leider 50 Arbeiter. Das ist auch ein bisschen rough. Da ist der Drache. Der ist ein bisschen wonky. Wo krieg ich den angeklickt? Sagt der Drache. Und Ares kommt auch direkt zu Besuch. Und man kann die dann auch anbeten, wenn man später Bock drauf hat. Und gleich kommen hier irgendwann seine Krieger dann noch dazu. So, mal kurz gucken, was hier an der Waffenschmiedefront abgeht. Hier werden auf jeden Fall schon fleißige Rüstungen hergebracht. Das heißt, wir fangen an, den Rüstungshändler, den Waffenhändler. I'm sorry. Denkt euch einfach Rüstung gleich Waffe. So. Ich weiß nicht, warum die so lang brauchen zum Reinladen immer. Und dann geht er aber normal rum in normaler Zeit. So. Was? Wie findet Ares, dass er jetzt hier ein Heiligtum hat? Komm mit, mein feuerspeiender Freund. Vielleicht finden wir etwas Nettes für dich, für einen Angriff. Da ist er, der Ares. So. Jetzt warten wir nur noch drauf, dass die Häuser hier besser werden. Der Waffenhändler geht Waffen einkaufen. Da kommt er schon zurück. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel hier in ein Haus passt, wenn es weiterentwickelt ist. Ihr seht, die sehen jetzt noch ziemlich schäbig aus, aber die werden gleich besser. So. Der Händler ist jetzt leider gerade hier. Was ein bisschen blöd ist. Deswegen will ich immer gucken, dass die erst schon mal ein paar Waffen haben. Es ist nicht so, dass sich hier jeder erstmal nur irgendwie eine Waffe nimmt, sondern quasi das erste Haus nimmt sich die maximale Anzahl, obwohl es die eigentlich noch nicht braucht, um sich weiterzuentwickeln. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lüge ich auch. Denn gerade sieht es nicht so aus. Ah, doch, jetzt sind die Waffen leer. Für 2 Häuser hat es gereicht. Noch Platz für 4. 10. Dann brauchen wir eigentlich noch eins, ne? Mindestens. Wobei es natürlich auch sein kann, haben wir Wein. 0 Wein. Alle brauchen Wein, Leute. Alle brauchen Wein. Ja, dann werden wir hier wahrscheinlich noch
Der geht. Gehst du bei allen vorbei? Okay, die sind auch weiterentwickelt. Die auch. Brauchen mehr Rüstung. Aber 10. Das heißt, mindestens eins. So eins brauchen wir noch. Wir bauen die jetzt einfach alle, weil ich einfach gierig bin. Oh, danke schön. Also, Kalidon? Warum liebt ihr uns so erfreut? Geld sieht auch noch gut aus. Das Weizengeschäft lohnt sich anscheinend. Und der kommt sogar einmal ganz rum, ne? Das ist auch big. Das ist sehr gut. Hm? Oh. Langsam kriege ich Hunger, Leute. Ich würde eigentlich schon gerne auch noch eine Koloniemission spielen für euch. Bergpelion liebt sie. Oh, Stream, Licht des Lebens. Ich, Chiron von Bergpelion, zähle sie zu den Menschen, die mir am liebsten sind. Sie sind ein fantastischer Herrscher und jedermann sollte versuchen, so zu sein wie sie. Oh, schmeichelhaft. Schmeichelhaft. Ja, vielleicht, wenn wir gleich eine neue Mission haben, vielleicht versuche ich es dann nochmal auf YouTube, den anzumachen. Und die Mission hier spielen wir jetzt aber noch so zu Ende. Wir sind ja fast durch. Wir brauchen eigentlich nur noch mehr Rüstung. Der Rüstungshändler hat auch wieder welche, also. Ich glaube, in dem State hier können die nicht mehr Rüstung aufnehmen. Deswegen reicht das mit den zwei Rüstungen ganz gut. Wir sind auch gleich durch. Wenn hier jetzt die Leute einziehen in das Haus, das gerade geupgradet wurde, sind wir durch mit hier der Quest. Und dann geht's in die Kolonie für uns. Ich bin direkt vom Olymp herabgestiegen. Wer ist der Nächste? Gesundheit nimmt ab. Kann sein, dass ich hier noch ein Krankenhaus hinbauen muss, ne? Können wir machen. Haben genug Platz hier bei den Leuten. Das sieht gut aus. Ja. 44 qualifiziert. Ach, für die zwei Leute müssen wir jetzt die Geschwindigkeit nicht hoch machen, oder? Hm. Na komm. So, ziehe doch ein in dieses Heim. Oh, okay, nevermind. Und seine so. Spartaner bewachen ihre Stadt. Da Theben beschützt und in den Händen ihres stolzen und vertrauenswürdigen Stellvertreters Ödipus ist, Kolonie. Das Kolonie. Das Orakel von Delphi empfiehlt, eine Stadt in Sidonia auf Kreta zu errichten. Oh. Wo dort nicht nur fruchtbare Felder und große Wälder zu finden sein sollen.